Einen schönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde. So ein kleines bisschen verspätet. Ein herzliches Willkommen zur GT Challenge hier auf dem Fuji Speedway, dem zweiten Lauf der aktuellen Saison. Auch wenn wir gerade den VLTCC-Trailer abgespielt hatten, wir haben jetzt einfach den genommen, um hier eine Einleitung zu finden. Heute allerdings die GT Challenge hier mit ihrem zweiten Saisonlauf auf R-Faktor-Basis. Ja, wir hatten leider ein kleines Problem. Wir konnten es jetzt erst einmal auch nicht beheben. Wir werden versuchen, das bis zum Rennen hinzubekommen. Das ist der R-Faktor-Monitor, der also so quasi der Zeitenmonitor war und hier aus Kommentatorensicht eigentlich das überlebenswichtige Utensil darstellt. Gut, müssen wir jetzt gerade ohne mit zurechtkommen. Wir werden jetzt aber trotz allem hier versuchen, das Beste draus zu machen und gehen direkt in die Qualifikation rein zum zweiten Lauf der GT Challenge, die also hier in Japan in der Nähe von Oyama stattfindet, am Mount Fuji auf dieser 4,5 Kilometer langen Strecke, 4,563 um genau zu sein, die sich ja im Laufe der Zeit einigen größeren Umbauarbeiten hat zugezogen. Und wir werden also hier heute den zweiten Lauf absolvieren und steigen da ein mit dem Pechvogel aus dem ersten Lauf, Johannes Scheuerle, der also da bereits der schnellste Mann auf der Strecke gewesen war, allerdings dann ein Disconnect hatte direkt zu Beginn des Rennens, nachdem es ihn im Quali schon rausgeworfen hatte, dann also auch beim Rennen. Er ist jetzt hier erstmal wieder der schnellste Mann im Feld. Und jetzt können wir leider nicht sagen, wie viel Vorsprung er hier auf den Zweitplatzierten hat, denn der Zeitenmonitor, wie gesagt, fällt hier gerade komplett weg. Müssen wir gerade ohne zurechtkommen. Ich hoffe, dass es bis zum Rennen hinhaut. Im Hintergrund arbeiten da die Mann rund um Kevin Ortay von Virtual Racing e.V. auf Hochtouren, um das Ding zum Laufen zu kriegen. Hier also können wir jetzt nur so ein bisschen die Position mal durchgehen und uns dann anschauen, wer sich wie schlägt. Auf der zweiten Position, also hier momentan vom Team Core Farnbacher EZ Racing, Alexander Voss, der in Laguna Seca lange Zeit geführt hat, hatte das Rennen dominiert und dann wurde er da von einem Überrundeten abgeschossen und hat dabei seinen Splitter verloren. Ist dann immer noch auf die fünfte Position gefahren, hat sich dort also richtig gut geschlagen und hier ist er momentan zweitschnellster hinter Scheuerle. Auf die drei gerade eben gefahren, sein Teamkollege Patrick Muller. Weitplatzierter war er beim Saisonauftakt in Laguna Seca, ist damit natürlich jetzt auch in der Tabelle erstmal auf dem zweiten Platz geführt. Er ebenfalls also unterwegs für das Core Farnbacher Team, die ja mittlerweile aufgerüstet haben. Die haben noch ein drittes Team hier an den Start gebracht, nachdem sich das Team in Faculty Racing abgemeldet hat. Und dieser Platz wurde dann also besetzt. Hier ein Mann, den hatten wir in Laguna Seca noch nicht dabei, aber man kennt ihn natürlich in VR-Kreisen richtig gut. Sascha Lestrange momentan in seinem McLaren MP4-12C GT3 auf der dritten, nein, auf der vierten, jetzt fünften Position. Denn Danny Giusa hat sich gerade eben vorgeschoben auf Rang 4. War gerade eben lange Zeit der schnellste im freien Training, bis dann Johannes Scheuerle da eine richtig starke Zeit rausgehauen hat. Und jetzt momentan also ist es mal die vierte Position und damit also Lestrange zurückgegangen auf Rang 5. Dann nehmen wir jetzt mal hier die letzten Meter noch mit. Man sieht hier schön, wir haben eine neue Onboard-Kamera bekommen. Auch da hat die VR direkt auf Kritik von einigen Zuschauern reagiert und diese Kamera hier eingebaut. Wir brauchen also jetzt nicht mehr uns auf die Motorhaube zu setzen, sondern haben hier eine wunderschöne Beifahrerperspektive. Und Sascha Lestrange geht jetzt hier gerade über die Ziellinie, bleibt aber zunächst einmal auf der fünften Position. Wir werden die Strecke im Laufe dieser Übertragung noch vorstellen. Jetzt werden wir uns erstmal so ein bisschen das Feld hier ansehen und dann so ein bisschen uns das Ganze hier anschauen, wie es aussieht. Moritz Kranz, der Auftaktsieger, der Gewinner aus Laguna Seca, hadert hier so ein bisschen mit dem Leistungsnachteil seines BMW Z4 GT3. Hat sich da schon bitterböse beschwert, dass er auf der Geraden überhaupt nicht mitkommt. Das wird heute ein schweres Rennen für ihn, denn diese Gerade, die macht halt einen großen Teil dieser Strecke aus. 1,3 Kilometer geht es da gerade aus. Das heißt also, die nimmt schon mal gut und gerne hier fast ein Drittel der gesamten Streckenlänge ein. Siebte Position, dann unser Audi-Pilot Martin Ulrich, der immer noch hier als Einzelstarter gemeldet ist, also kein Team jetzt in diesem Sinne hat. Er momentan also auf der siebten Position.
Weiter geht's auf der 8 mit Florian Waschkowski, der zuletzt auch ein Disconnect in Laguna Seca hatte, musste von ganz hinten das Rennen in Angriff nehmen, hat sich aber noch bis weit in die Top 10 vorgefahren, hatte eine tolle Aufholjagd gezeigt, das auf einer Strecke, auf der man kaum überholen konnte. Das Überholen ist hier doch wesentlich einfacher. 9. Position, Marco Blech, der auch ein sehr gutes Rennen in Laguna Seca gezeigt hatte, dann allerdings in eine Kollision verwickelt wurde, wo er überhaupt nichts für konnte. Da hat er den Splitter verloren und dann war er zu einem weiteren Boxenstopp verdonnert und fiel dadurch aus den Top 10 raus. Dann einer der Neueinsteiger. Das ist also einer der beiden neuen Ferraris, die hier eingestiegen sind. Das ist Tobias Haverkamp, der für das Team 3 von Korbach-Fahrenbacher EZ Racing startet, zu erkennen an den gelben Abklebungen. Bill Rose, der war auch gemeldet für Laguna Seca, hatte sich dann aber abgemeldet und wird jetzt hier seinen ersten Lauf absolvieren. Er ist für das Team NeedRacing.com Evo unterwegs. Das ist derselbe Rennstall wie Johannes Scheuerle, der an der Spitze mittlerweile von Patrick Muller abgelöst wurde. Phil Rosa allerdings für das BMW-Team unterwegs mit diesem Zusatz Evo dort hinten dran. Und deshalb also kein direkter Teamkollege von Johannes Scheuerle. Er ist der Teamkollege von Daniel Scheuerle, der mit der Startnummer 6 unterwegs ist, Phil Rosa also mit der Nummer 16. Felix Ganz auf der 12. Position, ihn trifft natürlich dasselbe wie alle BMW-Piloten, also Moritz Ganz und Phil Rose können da also ein Lied von singen, dass da auf der Geraden nicht so sonderlich viel vorwärts geht. Die werden heute ein recht schwieriges Rennen hier haben. Dann unser zweiter Neueinsteiger, nein, der ist das nicht, sondern der hier, zu erkennen an den weißen Abklebungen, Harald Ide, ein ganz bekannter Name, er moderiert ja auch die eine oder andere Rennserie. Ihn werden wir im Laufe der Saison sicherlich mal noch aus dem Cockpit interviewen. Er ist ja bekannt dafür, dass er da kein Blatt vor den Mund nimmt und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Heute lassen wir ihn hier erstmal ein Rennen fahren und irgendwann im Laufe der Saison werden wir uns den mal vorknöpfen. Dann der Beste von RS Racing, die kommen mit den Aston Martin hier nicht so gut zurecht, also das hat sich schon die ganze Zeit jetzt gezeigt, da immer wieder so leicht außerhalb der Top 10, René Beitz also momentan auf der 14. Position der Beste von denen, da scheint es wohl auch an Topspeed zu fehlen mit diesem 6 Liter V12. Also, Herr Beitz momentan auf 14 liegend, erst einmal der schnellste von RS Racing. Jetzt geht's zurück, denn da hat sich gerade einer auf die 10 verbessert. Michael Geißler ist das hier in seinem Porsche. Er ist der Teamkollege von Johannes Scheuerle. Team NeedRacing.com, ohne jegliche weitere Zusätze. Er hatte einen haarsträubenden Moment in Laguna Seca, als er den Bremspunkt für die Corkscrew verpasst hat und dann einen riesen Verkehrsstau da ausgelöst hat. Das hat ihn leider dann in einer weiteren Kollision danach den Splitter gekostet und er musste einen zusätzlichen Boxenstopp einlegen. Durch das neue Punktesystem, was hier nachträglich noch eingeführt worden ist, hat er allerdings den letzten Punkt noch bekommen. Da waren also dann die Bemühungen nicht ganz umsonst. So, da sind wir noch nicht richtig. Hier haben wir den 16. Platzierten. Das ist dann Daniel Scheuerle. Der steht momentan an der Box. Und dann geht es weiter hier mit Alex Humler, dem bekannten Rennstreckenbauer. Also das, was Hermann Thielke in der Realität ist, das ist er quasi für R-Faktor. Ob er jetzt das als Kompliment ansieht, das sei mal dahingestellt. Aber er ist halt der bekannteste Bauer unter dem Pseudonym Com8. Er ist jetzt 18. Da hat sich nämlich wieder einer vorgeschoben. Jetzt müssen wir natürlich mal herausfinden, wer das gewesen ist. Das war hier Wilming. Der hat sich nach vorne gefahren. Also in seinem Audi. Andy Wilming jetzt hier neuer 16. Dann geht es weiter auf der 19. Position. Sascha Kappel. Also irgendwie läuft es hier noch gar nicht für ihn. Er ist ja eigentlich auch ein Kandidat, den man jetzt hier für die Top 10 auf der Rechnung haben kann. Momentan steht er hier mal auf der 19. Position. Vielleicht noch keine perfekte Runde erwischt. Auch diese wird es nicht werden. Da ist er nämlich gerade so ein bisschen rausgerutscht. Ja, bei Jan Frischkorn auf der 20. Position war in Laguna Seca doch etwas weiter vorn. War ja da eigentlich das ganze Rennen in Kämpfe verwickelt und hat da auch eine richtig starke Leistung gezeigt. Und hier haben wir jetzt einige Porsche. Thomas Kinder auf der 21. Position.
Dann die URC Racing Fraktion hier, Raphael Stadelmann. Auch noch ein bisschen weiter zurück, als man das vielleicht erwartet hätte. Also momentan mal 22. Und sein Teamkollege, nein, ist er gar nicht. Pierre Ullenbrock ist das hier. Sein Teamkollege, der für das Team URT Racing an den Start geht. Also Ullenbrock jedenfalls hier als Einzelstarter im Porsche. Momentan mal auf der 22. Position geführt. 23. dann Franz Hückstedt in seinem Limit Hunters Audi R8 LMS. 24. Position ist dann Studer, einer der vielen RS Racing Piloten. Den hat's gut auf. Oh, jetzt hat er. Jetzt musste er gerade ein paar Piloten vorbeilassen, hat sich da aber ein bisschen auf die Ideallinie gestellt. Er ist so ein bisschen vorgespült worden von den vielen, vielen Positionskämpfen, die es in Laguna Seca gegeben hat. Hat ein fehlerfreies Rennen gefahren, hat einfach alles aufgesammelt, was es so gab. Und das hat ihn dann mit 7 Punkten belohnt. 25. Position, Robertina. Momentan also hier außerhalb der Top 20. Schauen wir mal, was da für ihn noch möglich ist. Er ist auch in Laguna Seca ein bisschen weiter hinten unterwegs gewesen. Hofft, dass er sich vielleicht auf diesen Lamborghini noch etwas einschießen kann. Lange Zeit in der VRTCC unterwegs gewesen. Und da ist das hier natürlich eine ganz schöne Umstellung auf diese GT-Fahrzeuge auf R-Faktor-Basis. Das ist auch nochmal was ganz anderes als GT-Fahrzeuge in Race 07. Also das sind schon ganz schöne Unterschiede. So, hier sind wir bei Markus Hart, der für MHR Racing im BMW Z4 GT3 unterwegs ist. Momentan ist er 26. Platzierter. Auf der 27. Position finden wir dann Marc Wienecke. Für die Nissan läuft es hier in der Heimat auch nicht so ganz gut. Allerdings haben wir noch ein kleines Upgrade bekommen, wenn man jetzt mal reinhört. Die haben jetzt den V6 Sound bekommen und hören sich jetzt also realistisch an. Beim letzten Mal hatten wir noch den GT1 Sound mit dem V8 Motor. Jetzt also ist hier auch soundtechnisch der 3,8 Liter V6 Biturbo drin. Und mit dem sollte eigentlich einiges gehen. Allerdings sieht das hier momentan noch nicht so überzeugend aus. Momentan 28. Position. Machen wir weiter mit Rang 29. Das ist Jill Ritter vom Team RS Racing. Eher zu erkennen an den grünen Abklebungen, die allesamt in den Farben des Hauptsponsors hier lackiert sind. Wir machen nämlich hier, simulieren verschiedene Sorten von Rittersport. Und der Namensgeber, also Jill Ritter, der liegt hier momentan auf der 29. Position. 30. ist Johannes Diekenbrock. Jochen Diekenbrock in seinem Roadrunners Porsche 911 GT3 R. 31. Marc Herzig in seinem MHR BMW. 32. Position Julian Dorber. Da denke ich mal, sind wir jetzt bei welchen, die noch keine Zeit gesetzt haben. Denn die könnten wir eigentlich, ja genau, da ist auch unser Übertragungswagen, die könnte man weiter vorne erwarten. Daniele Bonaventura, 34. und das müsste jetzt der letzte sein, der noch auf dem Server ist. Er also noch ohne Zeit. Warum jetzt Julian Dorber gerade an der Box steht, das könnte mit Strafen zu tun haben, die nach dem ersten Rennen verteilt wurden. Da haben nämlich einige gegen die Escape-Regel verstoßen und sind dann deshalb hier bestraft worden. Patrick Muller also führt jetzt das Feld an. Wir hatten diese Bestzeit gesehen. Zweiter mittlerweile Alexander Voss und Johannes Scheuerle dann auf der dritten Position. Der kommt jetzt gerade rein, aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat Voss gerade eine Runde in Angriff genommen. Gehen wir jetzt mal bei ihm hier onboard und schauen uns das an, ob er sich jetzt diese Runde hier steigern kann, ob er Patrick Muller die Pole wieder abnutzt. So, erster Sektor, 2000. Rückstand auf die Zeit von Patrick Muller. War also ganz dicht dran, da ist natürlich noch nichts entschieden. Jetzt diese lange 100R-Kurve, die dann in die alte Herpin mündet. Die heißt übrigens noch Herpin. Auf der alten Strecke war das hier die engste Kurve. Der Kurvenradius ist allerdings im Zuge der Umbauten im Jahre 2005 ein bisschen erweitert worden. Und es gibt jetzt einige engere Kurven, die dann hier im dritten Sektor anstehen. Da fahren wir jetzt drauf zu. Zweites Zeiten-Update, Vorsprung für Voss. Also schnappt er jetzt Muller hier die Pole Position weg. Momentan 1:36,455 die Zeit, die es zu schlagen gilt.
Boss, gibt jetzt alles, ist jetzt hier in diesem dritten Sektor unterwegs. Das war früher mal alles eine ganz langgezogene Rechtskurve. Alles, was wir jetzt hier fahren, ist dann quasi so ein Infield. Und diese lange Kurve, die ging dann da hinten lang, wo jetzt die Tribünen stehen. Dieser dritte Sektor, der wurde also in 2005 völlig neu gebaut von Hermann Thielke. Mit dem Ziel, dass das Ganze zuschauerfreundlicher wird und dass die modernen Fahrzeuge dort nicht zu hohe Kurvenspeeds haben. Und Voss kommt jetzt erstmal rein. Also trotz dieser Bestzeit wird er diese Runde nicht zu Ende. Das heißt also, der hatte wahrscheinlich nicht genug Speed, nicht genug Sprit, um das Ganze hier fertig zu fahren mit Auslaufrunde. Und deshalb kommt er jetzt erstmal rein. The Strange auf einer Outlap, dann die Juicer auch nicht auf einer schnellen Runde unterwegs und Scheuerle war ja gerade erst drin. Aber mit dem geht es jetzt hier auf eine schnelle Runde. Also, Johannes Scheuerle. Was geht hier mit dem Porsche? Dem fehlt gegenüber dem Ferrari auch ein bisschen Topspeed, habe ich mir im Vorfeld sagen lassen. Allerdings ist das hier dem Meetracing.com-Piloten eigentlich ziemlich egal. Er ist fast immer der Favorit, Johannes Scheuerle. Immer ganz oben auf der Favoritenliste muss er drauf sein. 150 Meter Anbremspunkt für Turn 1. Für die erste Kurve, die heißt auch erste Kurve, einfach First. Das ist jetzt hier eine Spitzkehre geworden, durch Turn 2 jetzt voll durch. Hier ist jetzt die alte Strecke, die ist fast geblieben, wie sie vorher auch war. Wurde allerdings um ein paar Auslaufzonen verändert. Das ist die Coca-Cola-Kurve, Turn 3, und die mündet dann in die Doppelkurve 4 und 5, die 100R. Schön sich ein bisschen raustragen lassen, dann hier am Ende wieder eng sein. Scheuerle war das nicht ganz, bremst jetzt die Hairpin an. Dann hier also, ja, kann man sich schön weit raustragen lassen. Eigentlich sogar noch weiter, als das Scheuerle jetzt gemacht hat. Denn diese Hairpin macht auf. Das war Turn 7, dann Turn 8 und 9. Das waren diese zwei Knicke. Und jetzt ein harter Anbremspunkt hier für Turn 10. Scheuerle 1,3 Rückstand. Das wird also wohl eher nichts werden. Turn 10, 11 und 12. Das ist diese Schikane hier. Da muss man schön viel Grip dann aufbauen beim Rausbeschleunigen. Kurz zwischenbeschleunigen rein in Turn 13. Eine Kurve, die zumacht. Wieder kurz zwischenbeschleunigen durch 14 durch und in die Netzkurve. Das ist Turn 15. Man sieht da schön, wie die Scheitelpunkte durch Poller immer angezeigt werden. Das ist da eine kleine Orientierungshilfe. Und Turn 16 nochmal so eine Kurve, die zumacht. Das ist dann die Panasonic-Kurve. Panasonic als Hauptsponsor von Toyota. Toyota ja der Eigentümer dieser Strecke. Hier natürlich mit namensgebend. Scheuerle kommt in die Box. Keinerlei Zeitenverbesserung. Danny Juicer ist jetzt hier über den ersten Messpunkt drüber. Hat 61.000. Rückstand. Will natürlich auch noch möglichst da jetzt ein Dreierpaket draus machen von Ferraris. Aber ich glaube, der hat jetzt langsam gemacht. Der ist nicht im Rennspeed unterwegs. Also momentan Doppelführung für Cor Farnbacher EZ Racing. Dann allerdings die zwei Stachel da im Fleisch. Johannes Scheuerle und Sascha Lestrange in seinem McLaren. Und dann also mit Danny Juicer der nächste Pilot, Julian Dorber, also der steht an der Box und Harald Ide ist momentan 13. Haferkamp auf der 11. Und hier kommt Sascha Lestrange von einer Runde zurück und das bleibt allerdings erst einmal die vierte Position für ihn. Jetzt ist die Frage, hängt da gleich noch eine Runde dran? Diese Reifen sollten das eigentlich hergeben. Es gibt hier keine speziellen Qualifier-Reifen. Und da kann man also durchaus mal mehrere Runden nacheinander fahren. So langsam neigt sich die Session ja auch dem Ende entgegen. Er hat jetzt auf jeden Fall zurückgenommen, wird wohl dann doch nochmal an die Box gehen. Oh nein, er beendet das Training, wie es aussieht. Wenn er jetzt anhält und Escape drückt, wäre es vorbei. Oder tut das wohl doch nicht. Rollt er jetzt gerade ein bisschen rum. Schauen wir zu seinem Teamkollegen, der kommt gerade an die Box. Der Florian Waschkowski. Zu den VR-Veteranen hier zählen. Wobei das auch durchaus auf Moritz Kranz zu treffen kann. Wir hatten uns ja da so ein bisschen amüsiert im letzten Rennen über diesen Teamnamen, Bathtube Riding Maniacs. Da hat man mir mittlerweile auch die Entstehungsgeschichte dieses Namens hier erzählt. Eine ganz interessante Sache. Stammt aus der absoluten Anfangszeit von Virtual Racing e.V. Noch aus Grand Prix Legends Tagen. Da war es wohl so, dass die schnellsten Piloten, und zu denen gehört Moritz Kranz seit eh und je, immer die schlechtesten Fahrzeuge in Meisterschaften bekommen haben. Das war zu dem Zeitpunkt also noch GPL. Und dort also
wurde dann gesagt, dass das Fahrzeug träge wie eine Badewanne sei, und da ist dann dieser Teamname draus entstanden, der sich bis heute gehalten hat. Also immer wieder schöne Stories, wie solche Namen entstehen. Kommt Bathtube Riding Maniacs her, und das hat sich dann halt auch schön gedeckt mit einem antiken Team, wenn man so möchte, nämlich VRM. Das ist also die offizielle Abkürzung für die Bathtube Riding Maniacs. Und damit haben wir also die Frage geklärt, wie der Moritz Kranz in die Badewanne gekommen ist. Denn nicht nur Moritz Kranz, sondern auch Felix Kranz, und dann gibt es noch ein Senior-Team von denen. Da hat sich allerdings jetzt zumindest mal einer abgemeldet, nämlich der Marco Saupe. Der ist heute für dieses Team nicht am Start. Alexander Voss kommt jetzt gerade an die Box. Ich denke mal, für ihn wird das Qualifying damit zu Ende sein. Das heißt also, der kann Patrick Müller nicht mehr gefährden. Dessen 1:36.455 steht jetzt schon eine ganze Zeit. Scheuerle allerdings ist nochmal rausgegangen. Eine Outlap jetzt für ihn. Was macht Lestrange? Der ist jetzt schon schnell unterwegs. Versucht also, das Beste jetzt hier zu machen und sich vielleicht noch in die erste Reihe vorzuschieben. Allerdings verliert auch der McLaren wohl im ersten Sektor ein bisschen. Er hat jetzt im zweiten Sektor fast gar nichts auf die Zeit von Patrick Müller verloren. Die war fast auf die Tausendstel identisch. Allerdings verliert er da halt im ersten Sektor. Und das ist auch das, worüber sich Moritz Kranz beklagt hat. Dass er das, was er auf der Geraden verliert, dann eigentlich die ganze Runde durchschiebt. Und Lestrange kann danach nochmal, Frage ist, will er dann? Jetzt also noch die letzte Kurve für ihn, rausbeschleunigen aus Panasonic und dann auf diese ganz, ganz lange Gerade hier raus. Gänge durchschalten bis in den sechsten Gang und dann rattert man da richtig lange im Begrenzer. Wir können das jetzt hier mal auf dem Board verfolgen. Also jetzt hängt er im Begrenzer drin. Und das geht hier eine ganze Zeit, und Topspeed bei ihm, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, 280, da wäre er in der Tat am unteren Ende der Topspeed-Skala, die nämlich hier von 280 bis 285 je nach Fahrzeug reicht. Insgesamt ist das Ganze in den Top 10 relativ statisch, allerdings hat sich jetzt Julian Daubert doch noch qualifiziert auf der 11., nee, auf der 10. Position. Er hat jetzt also doch noch eine schnelle Rundenzeit gesetzt und steht jetzt erst einmal auf Platz 10. Hier einer der 9. Also Tobias Haverkamp bei seinem Debüt hier in der GT-Challenge, 12. Position zum jetzigen Zeitpunkt. Auch da hat sich jetzt erst einmal nicht so viel getan, außer dass eben Julian Dorber da reingegangen ist. Bill Rose kämpft hier ebenfalls, hat aber auch in dieser Runde schon Rückstand. Und da hat sich jetzt noch was getan. Florian Waschkowski hat Danny Duser um einen zurückgeschoben. Waschkowski jetzt auf die 6. Position gegangen. Und Felix Kranz ist da hier jetzt als 8. noch gewertet. Der war, glaube ich, vorhin auch ein bisschen weiter hinten, als wir da dieses Feld mal durchgeschaltet haben. Also Moritz Kranz auf 5 und Felix Kranz auf 8. Phil Rose, der Markenkollege von denen, 10. Position. Da hat er sich jetzt also doch noch verbessert, von der 13 auf die 10. Das heißt also, ein bisschen Bewegung hier doch noch in den letzten Sekunden reingekommen. Lestrange gerade im Hintergrund über die Linie gefahren, hat sich aber nicht weiter verbessert. Ja, und damit sind wir jetzt hier. Also erst einmal soweit fertig, was das Qualifying angeht. Robert Hina hat sich noch in die Top 20 geschoben auf den 16. Platz. Der stand vorhin noch 10 Plätze weiter hinten. Und dafür sind einige dann noch weiter zurückgegangen. Alex Humler 19. Jan Frischkorn 23. Also das ist auch ein bisschen anders, als man sich das sicherlich vorgestellt hat. Der Frischkorn muss ja hier für Roadrunners heute alleine die Kohlen aus dem Feuer holen, weil sein Teamkollege Peter Neuendorf abgemeldet ist. Oder nein, da habe ich die beiden wieder durcheinander geschmissen, die beiden Teams. Sorry, sein Teamkollege ist Ulrich Dönnecke und Peter Neuendorf, der ist der Teamkollege von Jochen Diekenbrock. So, das sind diese beiden Teams, die ich schon in Laguna Seca immer wieder durcheinander geworfen habe. Das wird so nach 2-3 Rennen dann Geschichte sein. Man muss sich jetzt hier erstmal an über 30 Fahrzeuge gewöhnen. Und gut, da liegt das auf der Hand, dass man da schon mal was durcheinander schmeißt. Also Peter Neuendorf für Roadrunners abgemeldet und Jan Frischkorn und Ulrich Dönnecke, die bilden das Team
TRC. Dönneker allerdings, er geht es hier auch nicht sehr viel besser. Der ist nämlich nur auf der 24. Position klassifiziert. Warm-up steht jetzt auf dem Programm. Wir gehen es nochmal schnell durch. Also, erste Position Patrick Müller, zweiter dann Alexander Voss. Dritte Position für Johannes Scheuerle, also zweite Startreihe für ihn dieses Mal. Auch er kämpft da mit einem leichten Topspeed-Nachteil gegenüber den Ferraris. Vierte Position Sascha Lestrange für die Veteranen. Fünfter Moritz Kranz für BRM. Dann Florian Waschkowski auf der sechsten Position. Siebter Danny Giusa. Naja, der hat sich vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet im Qualifying, aber gut, jetzt gleich im Rennen kann man überholen. Er hat eines der schnellsten Autos geradeaus, da sollte eigentlich was gehen. Felix Kranz dann auf der achten Position, schön zu erkennen an den orangen Abklebungen. Dann Marco Blech auf der 9. Zehnter ist Phil Rose, im letzten Moment noch reingefahren. Elfte Position Julien Dorber, 12. Tobias Haverkamp. 13. Position, dessen Teamkollege Harald Ide. Die beiden Neueinsteiger hier 12 und 13. 14. Position, René Beitz als Bester von RS Racing. Dann Robert Hiener, der nächste von Rittersport. 16. ist Wilming. 17. Position für Bonaventura. 18. dann Hummler. Naja, jetzt. Disconnecten einige, damit brauchen wir den Walkthrough auch nicht weiterzumachen, weil jetzt stimmen die Positionen nicht mehr. Da ist nämlich jetzt einer vom Server gegangen, von ganz vorne, der wird jetzt nochmal den PC neu starten, um das Disconnect bzw. Freeze-Risiko zu minimieren. Und das bedeutet aber leider auch, dass wir jetzt hier keine aussagekräftige Reihenfolge mehr haben. Hier haben wir Felix Kranz im Bild. Der ist jetzt also einer derjenigen, die hier auf die Reise gehen. Sind nicht so sonderlich viele unterwegs. Oder ne, es müsste Moritz Kranz sein. Wir sehen da die orangen Abklebungen nicht auf den Außenspiegeln. Ja, in der Tat, Moritz Kranz ist das. Der hat zwar einen orangen Heckflügel, aber der Splitter und die Außenspiegel sind entsprechend anders eingefärbt. Wir werden jetzt hier gleich nochmal schauen, ob wir mittlerweile den R-Faktor-Monitor zum Laufen kriegen. Der Zeitenmonitor, ja, wie gesagt, von außerordentlicher Wichtigkeit. Aber gut, das würde auch ohne gehen. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn wir den hätten. Das versuchen wir jetzt gleich nochmal in den Griff zu bekommen. Dann werden wir da nochmal eben den Trailer einspielen. Also, was lässt sich festhalten? Wir haben trotz der befürchteten Ferrari-Dominanz eigentlich eine recht gute Markenvielfalt da vorne drin. Sehr schön auch, dass Martin Ulrich sich da in den Top 10 wieder klassifiziert hat, der mit dem Audi hier so einen Farplex im Feld bildet. Zumindest mal im ganz vorderen Feld. Enttäuschungen gibt es da sicherlich auch, so ein paar zu vermelden, wobei man da halt immer vorsichtig sein muss. Es kann halt sein, dass da einige mal nicht zum Trainieren gekommen sind, weil irgendwelche persönlichen Sachen da anstehen. Hier sehen wir übrigens mal gerade sehr schön diesen Topspeed-Nachteil. Na, jetzt sehen wir ihn doch nicht, weil der Audi-Pilot da gerade Moritz Kranz durchwinkt. Man hat es vielleicht im Ansatz gesehen, wie dieser Audi da den BMW geradeaus weggefahren ist. Also Enttäuschungen sicherlich so ein bisschen das URT Racing Team mit Raphael Stadelmann und Uwe Grunenberg. Gerade Stadelmann hätte man hier im Vorfeld durchaus zugetraut, dass der so um den 15. Platz herum sich eventuell klassifizieren kann. Jetzt steht er außerhalb der Top 20. RS Racing hier auch außerhalb der Top 10, das hatte sich aber schon die ganze Zeit angekündigt. Die sind mit dem Aston Martin hier nicht ganz so glücklich. Ja, und dann sicherlich die beiden Nissan-Piloten. Was da los ist, ist dann schwer zu sagen, weil das Fahrzeug liegen jetzt auch mir zumindest keine Kenntnisse vor. Der Moritz Kranz hatte mich da im Vorfeld mal so ein bisschen informiert, wie das aussieht mit den Fahrzeugen. Und dabei dann auch ja, mir erklärt, wie das mit dem BMW Z4 ist, ein Handling-Fahrzeug, was auf der Geraden dann nicht so sonderlich gut geht. Da war allerdings der Nissan GT-R nicht dabei, der ja hier sowieso nur durch das Team Fastlane Racing vertreten ist. Und deshalb ist es da halt schwierig, jetzt zu sagen, gut, liegt das an dem Fahrzeug oder läuft es hier einfach bei Alex Hummler nicht so ganz gut. Normalerweise ist er auch ein sehr, sehr schneller Pilot.
gerade auf der Nordschleife hat er da schon öfter gezeigt, was in ihm steckt. Aber hier jetzt also steht auch er mal irgendwo so um den 20. Platz hier rum. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Da werden wir aber sehen, ob vielleicht im Rennen ein bisschen was nach vorne geht. Oder auch einer, von dem man vielleicht mehr hätte erwarten können, Sascha Kappel. Aber gut, da müssen wir halt auch abwarten, wie es jetzt gleich im Renntrim aussehen wird. Die Hälfte des Warm-Ups ist vorbei. Dann werden wir jetzt mal schauen, ob wir da mit dem Monitor noch weitergekommen sind. Jetzt werden wir jedenfalls einmal kurz den Trailer einspielen und dann kommen wir gleich zurück. Dann mit den letzten Minuten des Warm-Ups und dem Start zum Rennen. So, also man hat mich da gerade leider informiert, dass das mit dem Zeitenmonitor heute nichts mehr wird. Gut, schauen wir, dass wir irgendwie zurechtkommen. Hier noch einmal die Fahrzeuge im Überblick, wie sie heute hier an den Start gehen. Hier geordnet nach Startnummern. Es gibt dann auch noch einen Guide, der geordnet ist nach der derzeitigen Meisterschaftsstand. Der dann natürlich dem Zieleinlauf entspricht, wie er in Laguna Seca der Fall gewesen ist. Gehen wir nochmal kurz drauf ein. Wir haben also in Führung liegend Moritz Kranz mit 40 Punkten. Zweite Position mit 36 Punkten Patrick Muller. Dritter ist Julian Dorber mit 32 Zählern. Dann Danny Giusa mit 28. Fünfter Alexander Voss, 24 Punkte. Sechste Position für Felix Kranz mit 20 Zählern. Dann Marco Saupe, der allerdings heute nicht an den Start geht. René Beitz mit 18 Punkten 8er, Florian Waschkowski 9er, Martin Ulrich auf der 10. Position mit 16 Punkten. Dann Sascha Kappel 15, Ulrich Dönnecke 14, Peter Neuendorf, Daniel Scheuerle, Marco Blech, Uli Landgraf, Jan Frischkorn, Jörg Spindler, Markus Studer, Alex Humler, Marc Wienecke, Markus Hart, Jill Ritter, Daniele Bonaventura und Michael Geißer. Das sind diejenigen, die erst einmal Punkte geholt haben. Und ja, dann schauen wir jetzt also zurück hier in das Warm-up, wo jetzt noch eine Minute auf der Uhr steht und es dann gleich in das Rennen gehen wird. Wir haben dann eine Einführungsrunde und dann ein Rennen, was ungefähr 75 Minuten dauert. Gesamte Renndistanz in jedem Falle sind 80 Minuten.
Und da wir jetzt hier. Ja doch, wir haben die runterlaufende Uhr. Da sollte es eigentlich dann kein Thema sein. Dann können wir uns auch daran orientieren. Brauchen wir keine Stoppuhr. Es sind jedenfalls noch einige auf den Server gekommen. Wir haben das gerade noch gesehen, als ich hier unseren Übertragungswagen gesucht habe. Jetzt haben wir ihn auf Anhieb gefunden, weil es sind noch einige nachträglich auf den Server gekommen, die vorhin nicht dabei gewesen sind. Zum Beispiel, oder ein Disconnect hatten. Also zum Beispiel Uwe Grunenberg. Der ist noch nachträglich draufgekommen. Da waren einige, die wohl wieder am Anfang der Session geflogen waren. Und die sind jetzt also hier im Nachhinein draufgekommen. Schauen wir kurz, wie es hier an der Spitze aussieht. Florian Waschkowski und Sascha Lestrange zurzeit die beiden schnellsten. Das ist mal eine Ansage. Also schneller als die gesamte Fraktion hier von Core Farnbacher EZ Racing. Die beiden VR-Veteranen also mit 37er Zeiten hier auf den ersten beiden Plätzen. Und auch schneller als Johannes Scheuerle. Also das auf jeden Fall mal interessant. Letzten Sekunden laufen jetzt gerade runter und jetzt geht's also in die Bahn-Session rein. Da sind jetzt die Positionen nochmal einsortiert worden und jetzt können wir das Ganze auch nochmal hier durchgehen, wie die Plätze dann wirklich sind. So, da haben wir es nochmal schön hier aufgelistet. Also Müller, Voss, dann Scheuerle, Lestrange. Ja, das geht leider viel zu schnell. Man wird jetzt hinten noch die Fahrer sehen, die neu dazugekommen sind. Da sehen wir also, wie das jetzt hier runter geht. Und dann haben wir hinten diejenigen, die ja dann noch neu draufgekommen sind. Das sind Uli Landgraf und Daniel Wilke. Die also hier im Nachhinein noch auf den Server gejoint sind. Los geht's, Einführungsrunde. Das Feld wird von Patrick Müller angeführt. Wir sehen jetzt gerade leider, dass R-Faktor uns nicht alle Wagen anzeigt. Komischerweise allerdings zeigt es uns die letzten Wagen an und die ersten. Ich hoffe mal, dass das gleich nicht macht, wenn das Feld hier auf die erste Kurve zufliegt. Also, jetzt noch einmal hier diese 4,563 Kilometer. Fuji ist in 1966 eröffnet worden. Das war damals eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit einer Steilkurve. Die ging noch etwas weiter geradeaus. Das war eine ganz, ganz lange Gerade und eine ultraschnelle Strecke, die es damals gab. Dann kam Turn 1. Das wurde dann hier mitten reingebaut. Also vorher war die noch weitläufiger. Da wurde also das eine Ende abgeschnitten. Das war der erste Umbau im Jahre 1974. Da wurde also die östliche Seite quasi abgetrennt. Und dann gab es einen zweiten Umbau und das war dieser große Umbau im Jahre 2005, als diese Strecke ein völlig neues Gesicht bekommen hat. Und da wurde dann am westlichen Ende ein bisschen was abgeschnibbelt und die dort so ein bisschen begradigt um diesen kurvigen letzten Sektor. Das war vorher also auch eine einzelne Kurve. Es war eigentlich fast eine Ovalstrecke mit so einem kleinen Infield. Und da war Turn 6 also wirklich noch eine Hairpin und die langsamste Kurve auf der ganzen Strecke. Jetzt mittlerweile heißt sie noch Hairpin, ist allerdings eine, nicht wirklich eine Spitzkehre, sondern eine 90-Grad-Kurve und die Hairpins haben wir eigentlich hier. Und das ist also dieser letzte Sektor, der dann 2005 mit den neuen Auslaufzonen und den neuen Curbs hinzugekommen ist. So, und jetzt sollte sich das Feld so langsam hier in die Grid-Formation begeben. Es ist ein ganz schön langes Stück bis hin zur Ziellinie. Und jetzt geht der Puls natürlich nach oben. Also, Formation wird eingenommen. Patrick Müller und Alexander Voss. Sicherlich wird man bei Core Farnbacher EZ Racing wieder einen Punkt ausgemacht haben, an dem der da vorne Gas gibt, der Patrick Müller. Das werden sie sicherlich abgesprochen haben. Irgendein Werbeschild oder irgendeine Startreihe, damit die genau wissen, wann es losgeht. Dahinter muss man dann reagieren. Also, es geht jetzt jeden Moment los. Wir sind im Fenster, dass Patrick Müller hier den zweiten Lauf zur GT-Challenge freigeben kann. Noch also geht es hier im langsamen Trim. Wir warten
bis er loslegt. Ah, Scheuerle drängt sich da schon mal ein bisschen vor, weil da weit, weit Abstand gelassen wird von Alexander Voss. Was macht der denn da? Der löst ja fast das ganze Grid hier auf. Jetzt geht es los. Das war ein idealer Start von Patrick Müller. Und jetzt sehen wir schon die ersten Fahrzeuge da hinten im Off, da fliegen auch schon ein paar Teile und jetzt anbremsen. Jetzt wird es hier ganz, ganz knifflig. Ersten 20, 15 Fahrzeuge kommen erstmal durch. Jetzt sind wir so um den 20. Platz herum. Hier haben wir viel Disziplin, aber es hat mitten auf der Geraden geknallt. Also, das ging nicht ganz sauber über die Bühne. Hier in der ersten Kurve erstmal keinerlei Unfälle, soweit das jetzt zu sehen war. Aber es haben mehrere Fahrzeuge da hinten mitten auf der Zielgeraden eine Kollision gehabt. Patrick Müller führt vor Johannes Scheuerle, das mal die ersten beiden. Die dritte Position ist dann Alexander Voss und auf der 4 folgt dann der Moritz Kranz im besten BMW. Dann Waschkowski auf der 5, oder ist es doch Lestrange? Da ist jetzt gerade die Liste nicht drin, also schauen wir mal, es ist Lestrange auf der 5, der allerdings sich gerade verbremst, das kostet ihm den Platz an Danny Juicer, der jetzt die 5. Position übernimmt. Und jetzt haben wir die beiden Veteranen, die schnellsten Fahrzeuge aus dem Warm-Up direkt hintereinander, hier auf den Plätzen 6 und 7. Während Juicer jetzt also gleich auf der Geraden eventuell einen Angriff starten kann auf Moritz Kranz. Und jetzt gibt es ein paar Windschattenschlachten. Allerdings spielt jetzt hier vor allem erstmal der Grundspeed der jeweiligen Fahrzeugtypen eine gewichtige Rolle. Moritz Kranz sehen wir gerade, wie er da mächtig mit Linksbremsen versucht, das Fahrzeug zu stabilisieren. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier auf der Geraden aussieht. Hier könnte es jetzt den Angriff geben. Achtung, Danny Juicer gegen Moritz Kranz aus dem Windschatten heraus. Entscheidet sich für die Innenbahn. Kranz will außen also spät anbremsen können. Jetzt das Bremsduell. Scheuerle behält Rang 2 und Juicer setzt sich gegen Kranz durch. Jetzt haben wir also dreimal Chorfahrenbacher EZ Racing auf den ersten 4 Positionen. Und auch weiter hinten, so rund um den 10. Platz, hat es da einen Angriff gegeben. Da ist Phil Rose hier im Kampf mit Martin Ulrich. Diesen kann er hier erst einmal auf Distanz halten. Dann dahinter Michael Geisler im Kampf mit Marco Blech. Da haben wir zweimal Porsche gegeneinander. Und jetzt schauen wir hier mal. Oh, da gibt es eine Überraschungsattacke von Marco Blech. Das hat Geisler zum Glück gesehen, denn sonst hätten wir hier gleich zwei Porsche-Wracks gehabt. Oh, das war ambitioniert. Also ziemlich mutig da reingezogen von Marco Blech. Aber in diesem Falle ging es gut. 12. Position damit jetzt für ihn. Oh, da kriegt er allerdings jetzt einen drauf. Geisler revanchiert sich da gerade mal. Allerdings war das wahrscheinlich keine Absicht. Also Blech als Einzelstarter hier hat kein bestimmtes Team. Und hier Michael Geisler, der Teamkollege von Johannes Scheuerle für das Team NeedRacing.com. Jetzt schauen wir mal, wie es hinten aussieht. Daniel Scheuerle raus aus dem Rennen. Daniel Scheuerle ist raus und Frank Hückstedt, das war einer derjenigen, die an die Boxengasse mussten. Marc Herzig hat noch Anschluss zum Feld, das heißt also, diese beiden waren betroffen. Hückstedt also mit dem Splitterverlust und für Kranz ist das Rennen bereits gelaufen. Für Daniel Scheuerle. So, zweites Mal die Gerade runter. Lestrange versucht sich jetzt an Moritz Kranz. Allerdings ging es für ihn auf der Geraden diesmal nicht. Und Kranz jetzt natürlich mit der großen Schwierigkeit, dass er einen Ferrari vor sich hat, die auf der Geraden so schnell sind. Also 285 km/h werden denen nachgesagt. Der McLaren, wir haben es gerade überprüft, der steht da irgendwo bei 280. Das ist natürlich schon ein gewichtiger Unterschied. Auf den ersten 3 Positionen, man sieht es schön, zieht es sich ein bisschen auseinander. Die versuchen auch, sich hier vom Feld abzusetzen. Juicer gerade ein bisschen weit draußen gewesen. Beziehungsweise es war Alexander Voss, der es gewesen ist. Juicer zwar auch so ein bisschen weit gelaufen, aber Voss war, glaube ich, noch ein bisschen weiter draußen. Scheuerle kann jetzt hier in den engen Kurven den Anschluss zum führenden Ferrari von Patrick Müller herstellen. Allerdings, sobald es jetzt auf die Zielgerade geht, wir werden das jetzt sehr schön sehen, wird da nicht so sonderlich viel für den NeedRacing-Piloten zusammenlaufen. Wir können mal hier auf den Topspeed schauen.
wo der gleich stehen bleiben wird. Längstmögliche Übersetzung hier drauf. Trotz allem stottern die Fahrzeuge da wohl öfters mal im Begrenzer. Und auch man schaue sich das mal an mit dem Topspeed hier. Der kommt ja nicht mal auf 280. Also 279 im Windschatten für Johannes Scheuerle. Das ist natürlich schon ein großer Nachteil, wenn das mit diesen Angaben hier wirklich stimmt. Also hier erst einmal eine gewisse Prozession. Wir schauen mal so ein bisschen ins Mittelfeld, da hat es eine Kollision gegeben. Da steht Michael Geißler, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder ist das Geißler? Ja, ich glaube, das ist Geißler. Nein, dann war es ein anderes Fahrzeug. War das etwa Scheuerle, der da gestanden hat? Nein, der war das auch nicht. Also, was haben wir denn da gerade gesehen? Da stand auf jeden Fall ein Porsche in großen Nöten. Da schauen wir jetzt mal hier. Hat sich wohl schon wieder einsortiert. Auf jeden Fall stand da gerade irgendwie ein Porsche umgedreht. Das konnte man dann noch so erahnen. Hier haben wir ihn. Das ist mit der Startnummer 1. Doch, das ist Michael Geißler. Mit der Startnummer 41. Also, doch nicht falsch geguckt. Der hat da auf jeden Fall gestanden und ist jetzt zurückgefallen hier zu unseren Neueinsteigern. Das müsste Harald Ide sein. So, ach, jetzt schaltet es wieder um, weil es hier eine Doppelbewegung der Tasten gibt. Wir sind hier jetzt bei Robert Thiener. Der ist momentan 16. und setzt sich mit Raphael Stadelmann auseinander. Also in der Tat, bei URT Racing läuft es jetzt hier im Rennen ein kleines bisschen besser. Er ist jetzt immerhin schon mal hier in Schlagdistanz zu den Top 15 gekommen. Müller fährt die schnellste Runde mit 1:37.520. Ganz immer noch unter Druck von Lestrange, allerdings scheint der ihn auch nicht so wirklich auf der Zielgeraden attackieren zu können. Und jetzt geht hier das Mittelfeld schön durch und da sehen wir jetzt Alex Hummler, der hier einen riesen Überschuss aufbaut. Und jetzt 285, also der Nissan GT-R, der geht zumindest mal geradeaus richtig gut. Aber es reicht trotzdem nicht aus, um an Geißler vorbeizukommen. Und davor haben wir dann noch Harald Ide, der diese Gruppe hier anführt. Der liegt auf der 12. Position. Davor gibt es einen kleinen Abriss. Da sehen wir hier Marco Blech. Deshalb hat das dem Michael Geißler auch nicht so viele Positionen gekostet. Also der stand da zwar, aber trotz allem durch diese große Lücke hat er da eigentlich nur einen Platz oder zwei verloren, je nachdem, ob er zu dem Zeitpunkt vor oder hinter Blech war. Mit dem war er ja im Kampf. Jetzt ist er halt ein bisschen zurückgefallen, aber das hält sich wirklich in Grenzen dafür, dass der da in der Kurve stand. Und hier geht es also zurzeit richtig zur Sache. Da ich jetzt keinen Zeitmonitor habe, kann ich jetzt nicht sagen, was an der Spitze gerade abgeht. Deshalb werden wir da immer mal wieder so reinschalten. Hier sind wir bei Ulrich Dönnecke. Der ist uns vorhin bei diesem Bordflug durch das Feld irgendwie abhanden gekommen. Den hatten wir da übersprungen gehabt. Da hatte er sich wahrscheinlich gerade irgendwo nach vorne gefahren. Mittendrin und war deshalb nicht drauf. Also Dönnecke hier im Kampf mit Bonaventura. Und davor sehen wir dann noch hier Dadelmann und zwei Rittersportfahrzeuge. Dann führt deren Fraktion immer noch von René Beitz zu erkennen an den Müller-Abklebungen. So, allerdings tut sich auch hier geradeaus nicht so sonderlich viel. Also Windschatten hin oder her. Da sind erstaunlich wenige Positionswechsel jetzt auf der Geraden zu beobachten. Auch hier im Mittelfeld. Das ist Jan Frischkorn auf der 20. Position. 21. ist dann Sascha Kappel. 22. Position für Markus Hart. 23. ist Tobias Haferkamp. Der muss auch zwischenzeitlich zurückgefallen sein. Der hatte sich ja auf der 12. Position, glaube ich, klassifiziert und liegt jetzt hier auf der 23. Wird gejagt von Pierre Uhlenbrock. Dahinter Thomas Kinder. Und, oh, Kinder hat gerade in der Herpin einen leichten Dreher gehabt. Wird dadurch jetzt von Phil Rose verkassiert. Oh, war das möglicherweise gar nicht Geißler, sondern
Gut, dann kann das sein, dass das kein Porsche war, sondern das ist auf dem verpixelten Live-Viewer vielleicht, hat das so den Anschein gehabt. Das müsste Philipp Ruse gewesen sein, der da in der ersten Kurve stand. Das wird nämlich hinkommen, weil der jetzt so ganz weit zurückliegt, dann war das nicht Geissler, der aber seinerseits dann auch irgendwie zurückgefallen sein muss gegenüber Blech, sondern das war Phil Rose, der da gestanden hat. Und der ist jetzt also ganz weit zurückgefallen und dreht sich, glaube ich, gerade wieder. Nee, er hat es eingefangen bekommen. Hinter dann auf 26. Das ist hier eine Gruppe ganz am Ende des Feldes. Oh, da geht es ja richtig zur Sache. Da haben wir hier Jill Ritter. Der dieses Paket anführt. Dann Jochen Diekenbrock auf der 28. Position. Dann müsste da Marc Herzig drin sein. Nein, das ist das ist einer von denjenigen, die hier nachgerückt sind. Das ist Uli Landgraf. Der ist hier unterwegs auf einem BMW Z4. Anders als die anderen RS Racing Piloten. Schaue ich gerade auch nochmal nach, um das zu verifizieren. Das ist doch eigentlich kein RS-Racing-Piloten. So stand da gerade RS-Racing, weil der fährt eigentlich für BRM. Der ist doch der Teamkollege von Marco Saupe. Ja, so ist das auch. Auf dem Spotter-Guide steht er für BRM. Irgendwie war er hier gerade unter RS-Racing angegeben. Also, wie dem auch sei, er ist hier 29. und er ist für das Senior-Team von BRM unterwegs. Jetzt passt das auch wieder. Und hier Dirk Wilke dann, einer der weiteren RS-Racing-Piloten auf 31. Haben wir Uwe Grunenberg. Da stimmen aber die Namen auch nicht. Also, vergesst das mal, was da unter den Namen steht. Da gibt es wohl ein paar Fehler hier auf dem Tool. Das ist Markus Studer. Und 33. Ist dann Marc Herzig. Da haben wir ihn. Ja, allerdings jetzt hier mit einem gewissen Rückstand. War wohl auch dann schon einmal an der Box für das MHR-Team. Und ist 34. Höchstädt und da stand ein Fahrzeug nach rechts. Ein weißes Fahrzeug ist da abgebogen. Und das müsste Uli Landgraf gewesen sein. War das hier der Pilot aus dem Senior-Team von Bathtube Riding Maniacs? Nein, es war Markus Hart im MHR-BMW. Die sehen so ähnlich aus. Also Markus Hart hat sich da gerade gedreht und ist jetzt zurückgefallen auf die 29. Position. In Führung Patrick Muller vor Johannes Scheuerle. Dann auf der dritten Position haben wir Alexander Voss. Vierter Danny Juser. Nein, oh, Moritz Kranz hat sich den Platz geholt. Moritz Kranz ist vorbei an Danny Juser und der hält dann hier auch schon die nächsten beiden auf. Da kommen jetzt die beiden VR-Veteranen, die wollen da jetzt vorbei. Danny Juser hat heute nicht den Speed, den er in Laguna Seca hatte. Also die beiden McLaren-Piloten, irgendwie hat sich Kranz da vorbeigearbeitet. Nur mal eine Leistung. Jetzt müssen also schauen, dass die Veteranen hier möglichst in einem Atemzug vorbeigehen. Wenn dann Lestrange attackiert und daneben kommt, sollte er schauen, dass er dann möglichst noch eine Lücke für Florian Baschkowski aufmacht. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf der Geraden an. Das wird ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen wahrscheinlich gegen den Ferrari sein. Aber er kann zumindest mithalten. Oh doch, doch, da geht vielleicht was. Gleich auf dem Bremspunkt für Sascha Lestrange. Ja, der kommt nämlich ganz gut mit. Ah, komm, blend dich mal aus, dann können wir den Topspeed auch sehen. Ne, kriegen wir leider nicht. Aber, na, das scheint auf der Bremse kein Selbstläufer zu werden. Jetzt fährt er den fast drauf. Also, der McLaren auf der Bremse nicht so stark, aber dafür geht's geradeaus. Trotz allem, also, das ist zumindest mal keine hoffnungslose Situation für Sascha Lestrange, da auf der Geraden zu attackieren. So, dann etwas weiter zurück Julian Dorber auf der 8. Position. Martin Ulrich ist 10. Ist 9. und 10. ist dann Felix Kranz. So, dann auf der 11 noch Marco Blech und dann müsste die Kampfgruppe losgehen. Harald Ide führt die ganze Gruppe an, oder? Nein, führt er nicht mehr. Der hat sich mittlerweile da komplett abgesetzt. Alex Humler ist jetzt 13. Oh, da hat sich einiges getan. Humler, dann René Beitz. Ja, das ist mächtig auseinandergedriftet, das Ganze hier. Also, erst ab Platz 15 geht es jetzt los. Da haben wir jetzt Raphael Stadelmann, Jan Frischko und Ulrich Dönnecke. Und hier im Kampf sind Daniele Bonaventura und Robert Hina. Jena hat verloren an Positionen und könnte jetzt den Nächste hier einbüßen.
Wir hatten gerade Kampflinie und ja, muss jetzt dafür mit dem Konter auf der rechten Seite rechnen. Und Bonaventura mit viel Körbeinsatz und ein paar Bodychecks, aber es reicht nicht, steckt hier auf der Innenbahn zurück. Und dahinter jetzt Haverkamp, der in Schlagdistanz kommt. Oh, Bonaventura hat mächtig mit Übersteuern zu kämpfen. Und hat den Platz an Haverkamp jetzt erstmal verloren. Den könnte er sich jetzt aber aus dem Windschatten eventuell zurückholen. Allerdings scheint jetzt noch ein weiteres Auto links neben ihm zu sein. Nein, da ist gar keins. Warum geht er denn dann nicht in den Windschatten? Also das ist ein bisschen merkwürdig. Michael Geisler jedenfalls jetzt im Kampf mit Sascha Kappel. Der ist zurückgefallen. Also jetzt ist er doch noch zurückgegangen. Der ist nämlich nur noch 21. Wenn Kappel vorbeigeht, 22. Ist jetzt nochmal auf der Innenbahn. Versucht sich da mit Kappel auseinanderzusetzen. Immer noch nebeneinander die beiden. Ah, jetzt ist Kappel wiederum innen, aber man kann hier außenrum auch versuchen gegenzuhalten. Er lässt es allerdings bleiben. Der nächste, der sich dann einmischt, ist Phil Rose, der ja seinerseits da auf einer Aufholjagd noch unterwegs ist. Kommt in diesem Falle aber erstmal nicht an Geisler vorbei. Der jetzt wiederum innen attackiert. Rose kann jetzt versuchen, mehr Schwung mitzunehmen. Ah, reicht aber nicht. Hat ein bisschen an Traktion gefehlt beim Rausbeschleunigen. Oh, Geisler. Oh, gibt eine kleine Divebomb jetzt. Da wird er jetzt wahrscheinlich zurückstecken. Denn so will man sich den Platz nicht holen und jetzt lässt er hier seinen Quasi-Teamkollegen Phil Rose wahrscheinlich auch noch vorbei, der ja um einiges schneller können sollte. Obwohl, soweit standen die gar nicht mal auseinander in der Startaufstellung. Also so ganz freiwillig war das wahrscheinlich nicht. Also der Phil Rose da in dieser Kurve. Oh, das ist spektakulär. Aber das geht natürlich mächtig auf die Hinterreifen. Und er versucht es hier mit allen Mitteln. Gerade aber wahrscheinlich, glaube ich, doch ein bisschen zu viel übersteuern im Auto. Und jetzt sehen wir sehr schön, wie er da im Windschatten nicht mal mitfahren kann, sondern wie das da immer weiter aufreißt. Der Ferrari ist da schon verdammt schnell. Obwohl der auch nur 280 hier macht in diesem Falle. Das gibt die Chance für Rosa auf der Innenbahn und da setzt er sich durch. Also für das Team Mootracing.com geht er jetzt hier auf die 21. Position. Allerdings ist er natürlich noch weit davon weg, wieder dorthin zu kommen, wo er schon mal gewesen ist. An der Spitze setzen sich zwei ab. Patrick Müller und Johannes Scheuerle distanzieren das Feld jetzt mittlerweile relativ deutlich. Wir sehen, dass dahinter eine Riesenlücke aufgerissen ist. Alexander Voss kann er nicht mithalten, wird jetzt sogar eingeholt von Moritz Kranz. Dahinter immer noch Danny Giusa im Kampf mit den beiden Veteranen. Strange mit dem nächsten Versuch, allerdings geht das jetzt schon seit einigen Runden so. Vielleicht muss er doch mal etwas aggressiver dann auf der Bremse attackieren. Vielleicht geht er jetzt also was. So, jetzt schauen wir mal. Da baut sich jetzt wieder der Überschuss auf. Jetzt geht er daneben. Und zieht das diesmal durch. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber wir sehen, der bremst einfach nicht später als der Kollege Juicer. Ich denke mal, wenn er da ein bisschen später den Anker werfen würde, dann könnte er sogar leicht in die Kurve reinrutschen und trotzdem den Platz halten. Hat aber wahrscheinlich gerade so ein bisschen Sorge davor, dass das Ganze in einer Divebomb enden würde und attackiert aus diesem Grunde dort noch nicht. Allerdings kostet die das jetzt enorm viel Zeit. Die waren so schnell gerade im Warm-up. So ein bisschen überraschend, dass das hier nicht so wirklich viele Überholmanöver in der Spitzengruppe gibt, denn diese Strecke eignet sich normalerweise zum Überholen, zumindest mal von der Papierform her, wesentlich besser als Laguna Seca. Aber ja, Pustekuchen. Auch hier an dieser zusätzlich geschaffenen Überholmöglichkeit, das war mit eines der Ziele von Hermann Thielke damals, gibt es keinen Angriff. Also da haben wir erstmal eine Pattsituation. Und die beiden hier vorne können natürlich weg. Ein Scheuerle versucht das jetzt mal. Allerdings wird das auf der Geraden wahrscheinlich nichts werden. Jetzt drängt der Müller so ein bisschen raus. Und das war eine ambitionierte Attacke. Und jetzt Beschleunigungsduell. Porsche gegen Ferrari. Aber ich glaube, da spricht alles für den Italiener.
Ja, da gibt es absolut keine Chance für Scheuerle. Wir sehen jetzt gerade 260 bei ihm und 265 schon beim Ferrari auf der Uhr. Der jetzt hier geradeaus ohne Windschatten immerhin 282 macht. Natürlich kann man auch hier die Flügel verstellen und deshalb stimmen die Topspeeds da nicht immer so ganz überein. Im Qualifying sind die Fahrzeuge ja dann auch noch ein bisschen leichter. Und wieder versucht es Lestrange nicht. Wird es dann wahrscheinlich gleich beim Boxenstopp versuchen. Jetzt erstmal ein Rutscher von Juicer, aber auch den kann er nicht nutzen. Ach, das ist frustrierend. Waschkowski seinerseits lässt auch Sascha Lestrange da mit der Arbeit weitermachen. Also ist es nicht so, dass die beiden jetzt mal die Positionen tauschen. Vielleicht wäre das aber meine Möglichkeit. Oh, jetzt hat er es mal versucht. Allerdings war er da nicht so wirklich dran. Das ist jetzt auch nicht die beste Überholstelle, die er sich da ausgesucht hat. Also das hat vorhin mal bei Blech nur deshalb hingehauen, weil der Kollege ihn da gesehen hat. Und die Tür dann aufgemacht hat, um eine Kollision zu verhindern. Also das ist an der Stelle nicht so ganz leicht. Eigentlich sollte da diese Bremszone für die Dunlop-Kurve, wo wir gerade durch sind, die bessere Überholmöglichkeit sein. Aber da haben wir heute noch nicht so viel Action gesehen. Und Action ist ein gutes Stichwort. Wir gehen mal wieder in diese Gruppe hier. Da haben wir Raphael Stadelmann und Jan Frischkorn jetzt wieder nebeneinander. Dahinter Ulrich Dönnecke. Und die kommen jetzt hier auch auf diese Dunlop-Kurve zu. Allerdings auch hier wieder nichts. So, Robert Hiener mal mächtig spät auf der Bremse. Also spät bremsen kann der Aston wohl. Deshalb kann er sich hier auch Haverkamp vom Leib halten, der noch keine weiteren Fortschritte gemacht hat. Bonaventura, dann Rose. Das sind hier die Plätze, das geht bei Stadelmann los auf 15 bis in die Region 20 hinein. Fahrzeug, was wir jetzt da vorne sehen, ist überrundet. Das müsste dann Marc Herzig sein. So, jetzt schauen wir mal, ob Frischkorn attackieren kann. Was geht gegen den Audi auf der Geraden? Gar nichts für den Porsche. Überhaupt nichts. Chancenlos. Jetzt kriegt er sogar noch einen leichten Windschatten. So, 78, 80, 81, 83. Also auch der Audi geht schnell. Oh, da ist einer. Ah, nee, ist kein Abflug, sondern das ist der MHR-Pilot, der da gerade aus der Schusslinie geht. Und einen Platz gerade gewonnen hat Robert Hiener, der ist vorbei an Ulrich Dönnecke. Und das versucht jetzt auch Haverkamp auszunutzen, der jetzt eben daneben ist, in Coca-Cola attackiert. Dönnecke geht so ein bisschen neben die Strecke, aber er kann das Fahrzeug halten. Und oh, was macht denn Haverkamp da? Lenkt volles Rohr in das Fahrzeug da ein, beschwert sich jetzt auch noch. Ja, ich glaube, da brauchst du dich aber nicht beschweren. Der war auf der gleichen Höhe. Und Phil Rose sagt erstmal Danke. Also Rose weiter auf dem Vormarsch. Jetzt könnte schon Dönnecke fallen. Er zieht es durch. Oh, spät auf der Bremse. Kriegt er die Kurve? Ja, er kann die Linie halten. Also mit dem Z4 kann man sehr spät bremsen. Und das hofft jetzt wahrscheinlich auch Moritz Kranz dann irgendwann einzusetzen. Er holt nämlich immer weiter auf Alexander Voss. Und das McLaren-Doppel immer noch hinter Danny Juicer. Scheint dann auch kein großer Überschuss zu sein, den die beiden da haben. Interessant ist auch, dass der Abstand auf die Spitze hier in etwa gleich bleibt, bei etwa 9 Sekunden. Also es ist keineswegs so, dass Juicer jetzt hier langsamer fährt, sondern der fährt genauso schnell wie Patrick Müller an der Spitze. Aber so 2-3 Zehntel schneller kann der Lestrange wahrscheinlich. Dann muss er es jetzt versuchen, irgendwie über den Boxenstopp zu regeln. Dass er da dann den Stopp taktisch klug legt. Das Problem ist jetzt natürlich nur, wenn er früher in die Box geht, dann läuft er Gefahr, in den Verkehr zu geraten. Das ist natürlich verlockend, weil man dann frische Reifen bekommt und dann schneller fahren kann als die Konkurrenz und so ein paar Plätze quasi gratis bekommt. Aber die ganz große Gefahr ist, dass man im Verkehr landet und wir haben ja da so rund um den 20. Platz eine heftige Kampfgruppe, wobei das hier natürlich auch nicht weniger heftig ist. Wenn er da reingerät, geht natürlich alles dann den Bach runter. Und das ist diese große Gefahr, wenn man früh stoppt. Boxenstopps werden dann so langsam ein Thema in 5 Minuten.
Reifenverschleiß in Fuji sollte sich eigentlich in Grenzen halten, weil wir haben hier diese lange Gerade, wo sich der Reifen erholen kann. Auch wenn der dritte Sektor und diese 100R-Kurve im zweiten Sektor so ein bisschen strapazierend sind für den linken Vorderreifen. Wieder kein Angriff. Also, Lestrange verliert da zurzeit eine Menge Zeit. Jetzt ist er besser rausgekommen. Geht's jetzt vielleicht in Coca-Cola rein? Schauen wir mal. Attackiert er? Nein. Rieder schmeißt da Chiusa die Tür zu. Aber er ist jetzt sehr dicht. Also, der Druck hat jetzt nochmal zugenommen auf den Ferrari-Piloten. Der aber hier sehr gut durch die 100R durchkommt. Und deshalb hat sich die nächste Angriffsmöglichkeit dann auch schon erledigt. Vielleicht fällt dem einen oder anderen Zuschauer auf, dass die Core-Ferraris mittlerweile einen kleinen Schalldämpfer bekommen haben. Da wurden die Sounds nochmal so ein bisschen überarbeitet. Auch die MHR-BMWs wurden da soundtechnisch ein bisschen eingebremst. Ganz einfach, um das Ganze hier etwas homogener vom Sound her zu gestalten. Auch das sind so Dinge, die sich dann natürlich nach so zwei, drei Rennen dann eingefunden haben. Vielleicht gibt es nochmal ein kleines Update dann nach diesem Rennen und dann sollten die Sounds aber auch so passen. Ursprünglich war übrigens geplant, dass das Team Core Farnbacher EZ3. Wow, oh, Lestrange, jetzt wird es langsam ein bisschen ruppig da. Juza fährt dann aber auch immer in die Kurven rein, als wäre der andere nicht da. Das haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Also der hat dann ganz schönes Gottvertrauen in den Sascha Lestrange. Und jetzt fängt er an, Kampflinie zu fahren. Also jetzt gibt es mal eine Attacke, aber auf der Außenbahn ist das in Turn 1 eigentlich zum Scheitern verurteilt. Außer er kann jetzt so spät bremsen, dass er selber dann die Tür zuwerfen kann. Der versucht das mal, aber jetzt kommt halt genau das. Es funktioniert da außen herum nicht. Aber trotzdem, also User hat da ein Vertrauen in den Sascha Lestrange. Und gerade eben ist das jetzt mal dazu gekommen, dass sie sich berührt haben. Also so die Tür zu werfen, wenn der andere da schon drin ist, das könnte problematisch enden. So, da sehen wir wieder leichtes Rutschen beim Rausbeschleunigen. Allerdings jetzt gleich auf dem Bremspunkt dürfte sich dasselbe bewahrheiten wie in Turn 1, nämlich dass der McLaren nicht später bremsen kann als der Ferrari. Da sehen wir das. Ja, Moritz Kranz, der steckt jetzt auch erstmal fest. Jetzt ist die Frage, geht einer das Risiko ein und kommt jetzt zu einem frühen Boxenstopp? Man kann das jetzt natürlich versuchen, allerdings, wie gesagt, die große Gefahr ist halt, dass man dann mitten im Verkehr landet. An der Spitze, wir haben es gerade sehr schön gesehen, lässt der Johannes Scheuerle jetzt wieder so ein bisschen ab. Wir schauen mal wieder hier in die Kampfgruppe, die angeführt wird von Raphael Stadelmann. Da gibt es gerade einen Angriff von Jan Frischkorn und der sieht gut aus. Aber, oh, Stadelmann hält da außen herum gegen. Aber jetzt beim Rausbeschleunigen zieht Frischkorn durch und Rose ist mal wieder quer unterwegs. Will Rose hat sich jetzt immerhin schon mal wieder auf Rang 17 vorgefahren. Jetzt hat er die Gruppe bald hinter sich gelassen. Und Stadelmann versucht da den Konter. Der kommt unheimlich gut in die Kurven rein. Also der hat einen ziemlich hohen Corner-Entering-Speed. Am Kurveneingang macht der viel Boden gut. Dafür fehlt es ihm jetzt am Ausgang. Aber Phil Rose hat wieder übersteuern. Und dadurch hat er jetzt ein bisschen an Boden verloren. Und jetzt der Audi im Windschatten. Da wird es wahrscheinlich eine Menge Top-Speed geben. Ja, 284 jetzt. Aber auf der Bremse enorm stark Jan Frischkorn. Oh, das war aber gerade mal richtig spät den Anker geworfen. Holt sich damit den Platz zurück. Und jetzt sieht so aus, als er da überholt. Wenn er es jetzt schafft, im Laufe dieser Runde einen kleinen Vorsprung rauszufahren, dann könnte er der Nächste sein, der sich da aus dieser Stadelmann-Gruppe absetzt. Dafür müssten wir Hummler haben. Oh, Phil Rose, Achtung, außen herum, kann jetzt sehr spät bremsen. Und kommt vorbei und jetzt gibt es eine Berührung und die geht zulasten des URT-Piloten.
Raphael Stadelmann dreht sich bei einer Kollision mit Phil Rose. War jetzt eigentlich nichts Unfaires von Phil Rose zu sehen. Das war jetzt einfach dadurch, dass Stadelmann, da ja die Kurve etwas enger angefahren hat, da so ein bisschen nach außen gerutscht ist, in das Fahrzeug rein. Und diese Berührung hat ihn dann umgedreht. Ist jetzt ausgekommen auf der 22. Position. Und an der Spitze macht jetzt Patrick Müller richtig ernst. Er hat jetzt 2,2 Sekunden Vorsprung auf Johannes Scheuerle rausgefahren. Und dahinter hat Moritz Kranz jetzt unmittelbare Schlagdistanz hergestellt zu Alexander Voss. Auch da sehen wir wieder den überlegenen Speed des BMW in der Kurve, aber er kann es nicht ausspielen, weil er kann ja nicht in das Auto da reinfahren. Und richtig zurück fallen jetzt Juicer und Lestrange. Also es sieht so aus, als hätte Patrick Müller sich die Reifen ganz gut eingeteilt. Der kommt jetzt nämlich von nahezu allen weg. Und hinter dieser Gruppe haben wir auf der 8. Position Julien Dorber, der schon die ganze Zeit ziemlich einsam unterwegs ist. Dann Martin Ulrich 10. Immer in Sichtweite Felix Kranz. Auf der 11. Position Marco Blech. Da ist Geisler vor ihm, der hat wohl schon gestoppt. 12. ist Harald Ide und 13. Alex Hungler. 14. Position für René Beitz. Und da sehen wir, wie groß die Abstände da sind. Also es sieht wirklich so aus, als hätte Stadelmann diese ganze Gruppe da aufgehalten. Jetzt also Jan Frischkorn und Phil Rose im Kampf um die 15. Position. So, Waschkowski ist an die Box gegangen. Das heißt, jetzt bleiben erstmal Juicer und Lestrange zurück. Florian Waschkowski versucht das jetzt also mit dieser frühen Stopptaktik. Und da ist jetzt die ganz große Frage, wo kommt der raus? Also, schauen wir mal gerade. Der müsste jetzt... Ah, wo ist er denn? 13 müsste er sein. Ja. Oh, langer Boxenstopp. Ganz langer Boxenstopp bei Waschkowski. Viel zu langer Boxenstopp für Waschkowski. Ach Gott. Nee, das geht doch... Das geht ja unendlich weit zurück. Oh, ich glaube, der hatte Reparieren hier ausgestellt. Der hat eine leichte Berührung gehabt. Jetzt haben sie ihm das Auto repariert. Und jetzt fällt er genau dahin zurück, wo er nicht zurückfallen wollte. 37 Sekunden, wir haben gesehen in Laguna Seca, da waren wir irgendwo bei 20. Um 19 um den Dreh, also das wirft Waschkowski jetzt weit zurück. Da hinten aus bei Thomas Kinder und mitten im Verkehr. Ah, ist das ärgerlich. Aber wenn man jetzt von der Spitze heraus an die Box kommt und einen richtigen Boxenstopp hat, ohne dass einem das Auto repariert wird, dann könnte man eventuell Glück haben und in diese großen Abstände da reinfallen, die sich so zwischen Platz 8 und Platz 15 abspielen. Da sind ja nur ganz vereinzelt Fahrzeuge. Wenn man jetzt hier aus der Spitzengruppe stoppt, dann könnte man genau da rein geraten, in so ein bisschen Clean Air. Und dann könnte man die Reifen in der Tat ausspielen. Also das wäre auf jeden Fall eine lohnenswerte Situation, wenn man jetzt an die Box geht. Wir nähern uns jetzt der Rennhälfte. Da sehen wir es, da ist so eine große Lücke. Da sind mehrere überrundete Fahrzeuge drin, die schon an der Box gewesen sind. Und da ist also ziemlich viel Raum zwischen den Fahrzeugen. Wer da jetzt aus der Führungsgruppe stoppt, der könnte irgendwo da landen. Rechnen wir jetzt mal so über den Daumen gepeilt, dass das hier 35 Sekunden kostet. Dann landet man da irgendwo so bei Marco Blech und Harald Ide herum. Wenn man Glück hat, dann also in so einer Lücke. So, Blick mal ans Ende des Feldes. Marc Herzig haben wir hier und davor müssten einige sein, die jetzt schon gestoppt haben. Markus Studer, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall gestoppt hat Michael Geisler. Der ist für needracing.com unterwegs, nicht für URT. Der ist für URT unterwegs. Uwe Brunberg auf der 30. Position. Da steht wieder irgendwas anderes. Dann Jochen Diekenbrock. Das stimmt allerdings. Roadrunners. Er ist 29. Und dann haben wir hier diese Gruppe mit ziemlich vielen Rittersportfahrzeugen. Dirk Wilke auf der 28, Jill Ritter auf 27.
26. ist dann Markus Hart und auf der 25 müsste jetzt Florian Waschkowski sein, der sich hier gerade jetzt versucht, dann durchzuarbeiten. Oh Gott, ist der da in einem Verkehr. Dabei Thomas Kinder und das war Pia Uhlenbrock, der da gerade aus der Walachei kam. Und Waschkowski geht da gerade auf der Außenbahn mit Vielfrost durch und da kam noch einer aus der Auslaufzone. Oh, das ist Uwe Grunenberg, der da ankommt. Das bringt jetzt Thomas Kinder da auf die Auslaufzone und fast wäre er dann reingeknallt in den URT Audi. Oh, das war eine haarige Situation, aber es ist alles gut gegangen. Also hier ist der Teufel los. Kommt jetzt Markus Hart ins Spiel und die beiden RS Racing Piloten. Und einige wollen sich das jetzt gar nicht erst antun und gehen an die Box Hart rein. Und der andere ist, glaube ich, Jill Ritter, der reinkommt. Damit reißt das hier wieder so ein bisschen auf. So, Müller weiter, Scheuerle. Hier sehen wir noch keinen. Doch, Moritz Kranz hat gestoppt. Moritz Kranz. So, jetzt sind wir mal gespannt. Wo ist der? Ja, der ist genau in Clean Air rausgekommen. Hinter Alex Hungner. Also, das ist perfekt gelaufen für Moritz Kranz. Jetzt muss die Badewanne am Limit sein. Also jetzt muss er die Zeit gut machen, die es braucht, um vorbeizukommen an Alexander Voss. Er hat die frischen Reifen, er hat die freie Fahrt, er hat alles, was er braucht. Jetzt die Frage, covert er das? Ja, Voss kommt sofort rein, strategische Maßnahme und auch Johannes Scheuerle ist drin. Und ebenfalls an die Box kommt Danny Giusa. Das heißt, Sascha Lestrange wird jetzt versuchen, weiterzufahren und hofft dann, dass vielleicht der Spritverbrauch, beziehungsweise jetzt das leichtere Fahrzeug, weil weniger Sprit im Tank ist, diese alten Reifen in Kombination mit seinem eventuell höheren Netto-Speed ausgleicht, um dann nach dem Boxenstopp vor Juicer zu sein. Das dürfte jetzt die Hoffnung dort sein. Und jetzt also ganz spannend. Voss steht 23-24. Oh, der steht aber lange. Da kommt schon Felix Kranz. Und das sind auch hier 30 Sekunden. Jetzt hört es gar nicht auf zu laufen. Oder es kann sein, dass es uns jetzt die Gesamt... Nee, da läuft was falsch. Also, ja, jedenfalls... Nein, Voss hat... Ach Gott, das war gar nicht Voss. Nein, das ist Voss hier. Oh, der hat ja viel zu lange gestoppt. Oh, ein Desaster für Alexander Voss. Und ich glaube, Moritz Kranz hat sich eine Durchfahrtsstrafe eingefangen. Oder ist das Felix? Es ist Felix. Also, Entwarnung dort. Damit also geht es für Voss zurück. Der bleibt aber immerhin mal vor Waschkowski. Nur das wird jetzt ein schwacher Trost sein. Da ist er ja ganz weit zurückgegangen. Der Haverkamp ist vor ihm. Oh, da gab es auch... Reparieren nicht ausgestellt. Müller kommt jetzt rein. Ja, zweiter jetzt. Lestrange, der fährt auch jetzt erstmal weiter. Und Kranz müsste damit jetzt ganz eindeutig vorgekommen sein. Scheuerle müsste boxenstoppbereinigt nicht noch immer Zweiter sein. Vielleicht übernimmt er jetzt sogar die Führung, je nachdem, wie lange das jetzt bei Müller hier dauert. In der Realität ist der Porsche 997 GT3 R ein sehr spritsparendes Fahrzeug. Und da kann es sein, dass die hier ein bisschen mehr tanken müssen. Also, Patrick Müller, 21,5. Das ist jetzt mal ein normaler Boxenstopp. Ja, das sah, glaube ich, gefährlicher aus, als es war. Und jetzt schauen wir mal durch, wo kommt Johannes Scheuerle? Hier kommt er an. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Da sollte Patrick Müller die Führung behalten. Kommt jetzt auf der 4 wieder raus. Da vorne sehen wir ihn. Und Moritz Kranz ist direkt an Johannes Scheuerle dran. Und davor jetzt Patrick Müller. So, und das sind die drei, die jetzt den Sieg unter sich ausmachen werden. Also das gibt eine spannende zweite Rennhälfte. Müller, Scheuerle und Kranz. Das sind jetzt diejenigen, die das hier untereinander ausmachen werden. Dann Boxenstopp bereinigt auf der vierten Position. Müsste dann sein. Wen haben wir denn dann da? Danny Giusa. Das ist jetzt die vierte Position. Fünfter. Na, der hat noch nicht gestoppt. Der auch noch nicht. Fünfter müsste Alexander Voss sein. Allerdings wird sich da natürlich auch irgendwo noch Sascha Lestrange einsortieren, der jetzt hier erstmal weiterfährt. Ja, was geben die alten Reifen jetzt noch her?
Er hat noch nicht gestoppt. Marco Blech hat noch nicht gestoppt. Und da steht ein Fahrzeug. Da stand, war das ein Porsche? Es war auf jeden Fall ein ziemlich dunkles Fahrzeug, was da gerade am Streckenrand gestanden hat. Nein, das ist, glaube ich, einer der URT-Audis. Uwe Grunenberg hat sich dort rausgetan. Und der hat den Splitter verloren. Ja, der ist eingeschlagen. Ach, Herrgott. So, schauen wir mal im Replay nach, was da passiert ist. Nein, das ist ein Teamkollege Stadelmann. Ja, wo haben wir ihn denn jetzt? So, da ist er. Tun wir das mal zurück. Steuerle schnellste Runde, 37,4. Und der steht da schon eine ganze Zeit lang. Ja, leider kein Replay. Wurde da nicht aufgezeichnet, aber irgendwie steht der da immer noch in der Gegend herum. Das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass sich das Lenkrad verabschiedet hat. Boss kontert die schnellste Runde. Also hier, denke ich mal, wird irgendwas am Lenkrad sein. So, Blech, das hinter ihm ist Michael Geißler, der ist überrundet. Kann allerdings dasselbe Tempo gehen. Wir hatten ja zu Beginn des Rennens miteinander gekämpft. Und dann die Spitzengruppe mit Müller, Scheuerle und Kranz, der ein bisschen zurückfällt. Dann Hummler, der hat noch nicht gestoppt. User, Rose und Frischkorn noch ohne Boxenstopp und dann Alexander Voss. Der also wieder einen langen Boxenstopp hatte und der mehr als der vierte Platz ist jetzt hier für ihn nicht drin. Aus eigener Kraft. Und jetzt kommt Sascha Lestrange rein. Der war zuvor im Kampf mit Danny Juicer. Jetzt die Frage, konnte er was rausfahren? Ist das möglich auf alten Reifen? Oder wird er jetzt weiter zurückfallen? Wir sehen die Uhr unten mitlaufen. Hier ist Danny Juicer. Nicht vergessen, dass der gleich mit einem Riesenüberschuss die Gerade herunterkommt. Auch wenn Lestrange ziemlich weit vorne in der Boxengasse zu stehen scheint, das wird schwierig. Und er steht auch so lange. Na, jetzt sag nicht, dass der das auch vergessen hat. Ach Gott, Sascha Lestrange hat auch das Reparieren eingeschaltet. Damit geht es natürlich auch für ihn zurück. Steht und steht und steht und steht. Oh, das ist ja ein Desaster. Ich denke nicht, dass das jetzt eine freiwillige Reparatur war. Wäre es freiwillig gewesen, wäre er viel früher reingekommen. Weil dann wäre er ja jetzt unnötig lange mit dem Schaden gefahren. Oh, weia, das geht zurück. Da kommt Felix Kranz an. Der war mal Zehnter gewesen. Müsste jetzt irgendwo so einen neunten Platz herum dann sein. Royale mit der nächsten schnellsten Runde. Ja, das ist fast eine Runde Rückstand für ihn. Ja, kommt bei seinem Teamkollegen wieder raus. Also Sascha Lestrange und Florian Waschkowski wieder beieinander, Plätze 10 und 11. Wobei es mich wundert, dass der Scheuerle mit der schnellsten Runde jetzt gerade erst angezeigt wurde, weil, nee, das ist dann auch keine Runde Rückstand. Wurde gerade eingeblendet, aber da war er schon lange über die Ziellinie hinaus. Also das wurde uns dann wahrscheinlich so ein bisschen nachgereicht, weil vorhin die Boxenstoppzeit noch mitlief. Also damit auch keine Runde Rückstand, das wäre wirklich dann auch ein bisschen viel gewesen. Aber Scheuerle mit der neuen schnellsten Runde macht also hier ganz klar, dass er da noch vorbeikommen will. Patrick Müller allerdings, dem reicht es wahrscheinlich, dass er in Laguna Seca Zweiter geworden ist. Der will es jetzt wissen. Der hat alle Trümpfe in der Hand. 33 Minuten also geht das Rennen hier noch. Und er kontert das aus mit 37,0. Patrick Müller legt also nach. Jetzt hier auch einen wunderschönen Windschatten, die gerade runter gehabt. So langsam sortiert sich die Reihenfolge dann auch ein. Dann können wir jetzt die Reihenfolge auch hier Boxenstopp bereinigt sehen. Was ist denn da los? Da kommt der Alexander Voss an die Box. Oh nein, hat der sich jetzt eine Durchfahrtsstrafe eingefangen? Ja, das wäre der Super-GAU. Alexander Voss zum zusätzlichen Boxenstopp. Wieder ein Rennen, was in der zweiten Rennhälfte den Bach runtergeht. Das darf doch nicht wahr sein. Also, damit gibt es jetzt wieder Positionen. Er kommt sogar zu seiner Boxencrew. Haben sie ihn nicht aufgetankt oder was ist los? Oder hat er eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen? Dann müsste er aber über viel zu schnell in die Box gekommen sein. Ach, ist das ein Desaster.
Da ist er ja jetzt schon irgendwo hier. Ja, 15 ist Diekenbrock, der geht da gerade durch. Jetzt ist er wieder unterwegs. Alexander Voss. Müsste, ja, dann schauen wir mal. 16. 17. Platz für Voss. Eieiei, also damit das nächste Rennen, was nicht nach Plan läuft. Und diesmal wird er auch nicht wieder auf die 5. Position kommen, weil hier sind die Abstände etwas kleiner zwischen den Fahrzeugen. Also es hat sich was getan. Scheuerlohn mittelbar dran. Oh, was ist denn da passiert? Entweder beim Überrunden oder hat er einen Fehler gemacht. Aber Scheuerle kommt nicht vorbei. Und es gab da auch gerade Lichtzeichen auf der Zielgeraden von Scheuerle. Vielleicht war das eine Entschuldigung. Hat er dem also irgendwie draufgefahren. Gucken wir mal, ob wir da ein Replay bekommen. Wobei, das könnte sein, dass sich das jetzt ausblendet. Genau. Ja. Ja, mal schade. Scheuerle war mal kurz vorn, wie es aussieht. Also, in dem Fall kein Replay. Scheuerle macht weiter. Also, jetzt haben wir hier mal die bereinigte Reihenfolge. Jetzt, nachdem alle an die Box gegangen sind. Wir haben Juicer auf 4, Felix Kranz auf 5, 6. ist Martin Ulrich, der allerdings noch recht nah dran ist. Da vorne sehen wir Kranz, also den könnt ihr noch kriegen. Dann die beiden Veteranen, Waschkowski und Lestrange auf der 9. Position, Julian Dorber, der ist auch um 1 zurückgefallen, weil Ulrich so einen Sprung nach vorne gemacht hat. Und 10. oder das ist sensationell, Sascha Kappel, der muss einen Blitzstopp gehabt haben, oder hat er noch nicht gestoppt, also das kann auch sein. Obwohl er dann jetzt langsam mal fertig wäre. Also, wenn er einen Boxenstopp schon gemacht hat, dann sensationell. Harald Ide dann auf der 11. 12. ist Marco Blech. 13. Position für René Beitz. Das ist immer noch so auseinandergezogen, wie es auch vorher war. Und auf der 14. dann Alexander Voss. Der hat jetzt durch ein paar Boxenstopps wohl was bekommen. Alex Hunger auf der 15. Und der wird jetzt attackiert von Haverkamp. Ja, das ist ein Kampf um Positionen. Und dahinter ist dann Phil Rose. Auf der 17. An der Spitze, man sieht es hier ja schön in der Einblendung, scheint Moritz Kranz den Anschluss zu verlieren. Also mehr als der 3. Platz ist für den auch nicht drin. Oder schont er jetzt vielleicht die Reifen, um dann hinten heraus zu attackieren. Aber eigentlich dürfte der Reifenverschleiß jetzt nicht so groß sein im 2. Stint verglichen mit dem 1. Einmal, wenn man hier mit vollem Tank losfährt, ist der Reifenverschleiß höher. Und zweitens ist jetzt hier in der 2. Rennhälfte der Stint etwas kürzer gewählt worden von vielen, die ja nach der Rennhälfte erst reingegangen sind. Also insofern sollte sich der Reifenverschleiß da in Grenzen halten. Ja, war in Laguna Seca allein schon aufgrund der Streckencharakteristik das größere Problem. Oder ein größeres Thema. Ja, bei Haverkamp, wir sehen es, tut sich da schwer. Speziell geradeaus geht es ja mit dem Nissan GT-R relativ schnell. Und da setzen wir uns jetzt einfach mal rein bei Alex Hunger und genießen das hier so ein bisschen. Die Fahrt an den Cochin Speedway. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass da vorne nicht so viel passiert. Wie gesagt, der Zeitmonitor funktioniert heute nicht. Und aus dem Grunde sind da auch eventuelle Positionswechsel vorne dann natürlich nicht drauf. Aber wir sehen das da oben schon an den Abständen. Scheuerle ist nicht in Schlagdistanz und Kranz fällt immer weiter zurück. So, der letzte Sektor steht jetzt auf dem Programm und da geht Haverkamp außen herum vorbei. Das wird aber sie wahrscheinlich nicht ausgehen. Jetzt schauen wir mal, kommt er da links gleich wieder? Ja. Haverkamp holt sich den Platz. Geht da jetzt also vorbei? Hier das Ganze nochmal. Also interessant ist das, dass das hier scheinbar außenrum wesentlich besser geht. Wir sehen, da kann man später bremsen und dann den Schwung hier um die Kurve rumnehmen. Während der Innenmann dann darauf bedacht sein muss, dass er dem Außen nicht in die Karre fährt. Und so ist es jetzt also zu dem Platztausch gekommen. Aber nun
Müller kriegt jetzt noch mal eine Chance, wenn es geradeaus geht. Das sieht aber nicht so aus, nein. Also insgesamt scheint auch der Windschatten-Effekt sich sehr in Grenzen zu halten. Das ist erstaunlich. Aber 284, also da muss aber der Haverkamp auch richtig gut geradeaus gehen. Gut, das war bekannt, dass die Ferrari stark sind, aber wir hatten ja vorhin auch nur so 282, 83 ohne Windschatten gesehen. Bei den Spitzenpiloten. Also es könnte sein, dass da also ja, vielleicht Haverkamp noch etwas weniger Flügel fährt. Patrick Müller signalisiert hier, dass er ihn überholt. Die Lichtzeichen waren auch eine, haben auch eine kleine Kontroverse ausgelöst nach dem ersten Rennen, weil da einige ja wohl ein bisschen Feueralarm gemacht haben im Rückspiegel und sich die Überrundeten dadurch gestört gefühlt haben. Da wurde jetzt von der Rennleitung eingeschritten. Man darf also nur noch einmal die Scheinwerfer aufblenden. Das haben wir da gerade sehr schön bei Johanna Scheuerle gesehen. Und das ist dann auch so ein bisschen ein Kommunikationsmittel. Da kann dann auch der Überrundete anzeigen, dass er den anderen jetzt durchlässt. So, Florian Waschkowski fährt jetzt mittlerweile vor Sascha Lestrange. Wir haben die Plätze getauscht und versuchen immer noch hier Anschluss herzustellen. Allerdings geht's da jetzt auch nicht so richtig vorwärts bei den beiden. Also ich hätte gedacht, dass die Lücke schneller schließen. Zu Martin Ulrich. Das verschafft dem jetzt also nochmal etwas mehr Zeit, um hier in Richtung Felix Kranz etwas auszurichten. Ja, und Sascha Kappel ist also in der Tat immer noch auf der 10. Position. Das heißt, der wird schon gestoppt haben. Und da hat er in der Tat also einen richtigen Sprung vorwärts gemacht. Wird jetzt allerdings von seinem Markenkollegen Harald Ide unter Druck gesetzt. Noch ist es keine Schlagdistanz für Ide, allerdings kann es jetzt hier schon passieren, dass er im dritten Sektor anfährt. Man schaut sich mal an, was der gerade auf der Bremse gut gemacht hat und Kappel hat gar keine Lust zu kämpfen. Lässt den einfach fahren, sagt, okay, mach dein Ding, ich kann dich eh nicht halten, jetzt versuche ich halt den 11. Platz durchzubringen. Anstatt jetzt hier zu kämpfen und dann eventuell so viel Zeit zu verlieren, dass da auch noch Marco Blech in Schlagdistanz kommt. Das ist dann immer so ein bisschen eine taktische Überlegung. Kämpfe ich oder gehe ich auf Sicherheit, lass den durch, weil er eh schneller kann und ich mir das nicht zutraue, den aufzuhalten. Und oder gehe ich das Risiko, verteidige auf Teufel komm raus und laufe dann Gefahr, dass es A krachen könnte und B, dass man noch weitere Plätze verliert, weil welche von hinten rankommen. Das ist dann da immer so ein ja, so ein Balanceakt, den man da richtig einschätzen muss. Patrick Müller überrundet hier gerade Jan Frischkorn. Also es sind hier nicht mehr allzu viele in einer Runde. Da müssten wir jetzt so rund um den 15. Platz herum sein. Ja, 15. ist jetzt Haverkamp, der jetzt gerade immer noch sich hier Alex Müller erwehren muss. Der hätte also erstmal den Anschluss, der 17. Das ist Platz 18. Also das ist jetzt schon... Ja, Markus Hart ist 18. Da ist es für Jan Frischkorn aber ordentlich beim Boxenstopp zurückgegangen. Eventuell auch da irgendwas mit reparieren. Und auch Phil Rose hat nochmal Zeit verloren. Eventuell war auch der ein zweites Mal an der Box. Vielleicht wegen Durchfahrtsstrafe oder so. Der war ja vorhin irgendwo mal so um den 15. Platz herum, nachdem er gestoppt hatte. 20. Dabona, wie er sich immer kurz nennt, hat er auch auf seinem Fahrzeug stehen. Und Geisler hier im Kampf mit Dönnecke. Oh, das war eine harte Auseinandersetzung gerade in der Coca-Cola-Kurve. Ist aber alles gut gegangen. Ja, und beide TRC-Piloten sind aus den Top 20 rausgefallen beim Boxenstopp. Also, die haben irgendwie wohl einiges reparieren lassen. Und auch hier Raphael Stadelmann, der hatte sich ja gedreht und ist dabei soweit zurückgefallen. Aber Robert Hina hinter ihm... Der ist auch zurückgegangen. Also auch da wahrscheinlich irgendwas mit entweder reparieren oder Durchfahrtsstrafe.
Er ist 25. Jetzt sehen wir, was gerade mal noch mit, steckt aber zurück. 26. ist dann Dirk Wielke. 27. Position Thomas Kinder. Der war vorher auch schon mal weiter vorne. 28. Markus Studer. 29. Jochen Dietenbrock. 30. Marc Herzig. Oh, Herzig. Oh, kriegt er nochmal. 31, das war Franz Hochstedt, der ja an die Box kommen musste. Und da ist jetzt gerade Jan Frischkorn vorbeigegangen. Oh, bei Frischkorn ist was richtig schief gewesen. Und ich glaube, da kam gerade schon wieder ein Fahrzeug aus der Box. Dritter. Oh, was ist denn da los? Eine Minute schon der Boxenstopp. Da muss es einen Abflug gegeben haben. Doch nicht, dass wir ein Replay davon haben. Ja, der steht doch schon seit einer Minute. Vergessen wir das mal. Eieieiei. Also das ist aber hier für den Chef der VRTCC ein völliger Schlag ins Wasser. Grunenberg, der ist dann noch dahinter mit jetzt knapp einer Runde. Draußen Daniel Scheuerle ist nach wie vor der einzige Ausfall. Zurück zur Spitze. Müller setzt sich ab. Ja, Scheuerle hat seine Probleme. 3,5 mittlerweile der Abstand. Also, da sitzt scheinbar der Kurfahrenbacher Eset-Pilot am längeren Hebel. Er ist aber der einzige von denen, der hier wirklich den Speed hat, um zu gewinnen. Vielleicht noch Alexander Voss, aber der ist ja da wieder durch diverse Boxenstopps zurückgefallen. Nur war er ja vor dem Boxenstopp auch schon mit einem gewissen Rückstand da. Also Patrick Müller, der sticht hier nochmal heraus aus dieser ganzen Chorfahrenbacher Eset-Truppe. User ist Vierter. Felix Kranz Fünfter. Wird ein richtig ordentliches Resultat für BRM, sollte er es halten können, denn Ulrich ist hinter ihm und dahinter hat jetzt Florian Waschkowski Schlagdistanz hergestellt. Etwas schwerer tut sich Sascha Lestrange, der immer noch so einen leichten Rückstand jetzt hat. Bei noch 20 zu fahrenden Minuten auf dieses ganze Paket. Aber wir sehen, dass auch hier keine großen Überschüsse herrschen. Also Ulrich braucht ja jetzt schon seit dem Boxenstopp quasi, um da diese Lücke von vorhin mal 2 Sekunden zuzufahren. Das geht wirklich ganz, ganz langsam. Und noch ist er nicht in Schlagdistanz. Andererseits aber auch Waschkowski der hatte auch so 2,5 Sekunden aufzuholen, auch noch nicht so richtig dran. Also es geht recht, relativ langsam. Dann mal so Julian Dorber. Harald Ide, Sascha Kapp. Oh, Kappel ist zurückgefallen. Lech ist durch. Voss ist durch. Wo ist Kappel? War der doch noch nicht an der Box? Dann hat er aber. Ja, fährt er das ganze Rennen dann auf einem Reifensatz durch oder was versucht er? Also, René Beitz ist jetzt 13. Ja, in der Tat. Haverkamp und Hummler. 16. Das muss man mal hervorheben hier. Uli Landgraf, der kam ja von ganz hinten. Aus der letzten Startreihe ist jetzt auf der 16. Position. Und auf der 17. ist es dann für Kappel wieder rausgegangen. Direkt bei Phil Rose. Und dahinter gibt es schon wieder einen Kampf, oder? Nein, ist eine Überrundung. Das ist Markus Hart, der gerade Franz Hückstedt überrundet. Direkte Auseinandersetzung haben wir hier. Michael Geißler und Ulrich Dönnecke. Und dahinter ist dann noch Pierre Uhlenbruck in Schlagdistanz. Zur Debatte steht Platz 21. So, jetzt eine Möglichkeit. Aus dem Windschatten heraus. Oh, wo fährt der denn hin? Es sah ja fast so aus, als würde er in die Boxenmauer abbiegen. So ein hartes Ausscheren kostet dann schon wieder ein bisschen Geschwindigkeit, aber es scheint zu reichen. Dönnecke setzt sich auf der Innenbahn durch. Was kann er da jetzt noch aufholen? Wie man beim Boxenstopp so viel verloren hat. Also, Geißler hat er abgehakt. Für den läuft das Rennen hier sicherlich auch enttäuschend. Als Teamkollege von Johannes Scheuerle. In Laguna Seca war er in den Top 10, bevor er dann diesen ersten Moment hatte in der Corkscrew. Und dann hat er sich wenig später nochmal weggedreht. Man konnte das im Stream noch so am Bildrand erkennen. Dann da eingeschlagen ist. Ja, und hier ist er aber weit jenseits der Top 20.
ist eigentlich sukzessive immer weiter zurückgefallen. Sagen, was da los ist. Jetzt jedenfalls wird er schon von Pierre Uhlenbrock attackiert. Kann jetzt aber seinerseits auch nochmal versuchen, einen Konter zu setzen gegen Ulrich Dönicke. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Perspektive von Uhlenbrock an. Wird er jetzt der lachende Dritte? Auf jeden Fall hat er den Logenplatz. Jetzt gleich für den Angriff da vorne. Na, allerdings muss ich sagen, dass da der TRC-Porsche geradeaus richtig gut geht. Jetzt versucht Geisler es auf der Bremse mit Gewalt und... Oh, das hätte aber jetzt fast einen Riesenabschluss hier gegeben. Den hat er aber richtig geteamt. Und dann wäre in der Tat hier Pierre Uhlenbrock der lachende Dritte gewesen. So aber bleibt alles beim Alten. Puh, das war knapp. Jetzt macht Dönicke da einen Fehler, fährt da irgendwie so halb übers Gras. Kann allerdings wieder Ruhe ins Fahrzeug reinbringen, ohne dass Geisler ihn attackieren kann. Blickt ein bisschen weiter nach vorne, da hat es nämlich jetzt hier einen Platztausch gegeben. Waschkowski ist vorbei an Martin Ulrich und Lestrange ist dran. Die Gruppe wird immer noch angeführt von Felix Kranz. Allerdings haben wir schon gehört, der BMW ist auf der Geraden verwundbar. Also eventuell eine Chance für Florian Waschkowski, sich dann noch den fünften Platz zu holen. Und auch Marco Blech kommt da jetzt schon, oder? Nein, der ist überrundet. Gott, wieso ist denn jetzt der Marco Blech überrundet? Der beim Boxenstopp irgendwie sich einen Kaffee geholt oder so etwas. Also da muss auch was vorgefallen sein rund um Marco Blech. Der fährt jetzt hier hinter dieser Gruppe, kann auch den Speed mitgehen, aber hat eine Runde Rückstand. Um mal rauszufinden, wo der ist. Boah, das muss auch richtig weit zurück sein. 25. Riecht ja schon fast nach dem Zusatzboxenstopp. So, jetzt schauen wir mal. Felix Kranz unter Beschuss von Florian Waschkowski. Und im Hintergrund dann Lestrange gegen Ulrich. Und Waschkowski versucht es. Drängt sich da innen rein. Kranz sieht ihn. Und Waschkowski geht durch. Fünfte Position für den VR-Veteran, während Lestrange nicht an Ulrich vorbeigekommen ist. Danny Juicer ist natürlich viel zu weit weg, also da ist der Zug mittlerweile längst abgefahren. Mehr als Platz 5 ist hier für die beiden McLaren-Piloten nicht drin. Vom Speed her wäre da natürlich viel mehr gegangen, also das steht mal außer Frage. Aber es scheint so, dass Waschkowski in der Tat beim Überholen etwas konsequenter vorgeht als Lestrange. Das müsste man jetzt mal schauen. Also Waschkowski hat beide schon hinter sich gelassen. Während sein Teamkollege hier noch festhängt. Das ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass er einen großen Überschuss aufbauen kann gegen Ulrich, weil der ja wiederum Windschatten von Felix Kranz bekommt. Aber er könnte einen Angriff wagen. Wenn wir jetzt gleich mal schauen, was mit dem Audi dann geht. Obwohl, das hatten wir ja schon gesehen, das waren glaube ich 284. Ja, also der McLaren, der geht da nicht, aber es gibt auch keine Möglichkeit gegen den BMW, weil der auch wiederum Windschatten hatte von dem zu überrundenden RS Racing Piloten. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, aber ja, Lestrange steckt wieder zurück. Ist da auf Fairness bedacht. Und da hinten schießt der Marco Blech gerade volles Rohr, ich glaube, den Robertina ab. Ja, das war für eine Position.
Junge, Junge, und das hier vorne ist Julian Dauber gewesen. Wir erkennen an den lila Abklebungen. Während Johannes Scheuerle wiederum an Patrick Müller dran ist. Und da sehen wir gerade eine schöne Dreiergruppe mit Tobias Haferkamp, Uli Landgraf und hinten dran ist dann, glaube ich, Alex Humler. Ja, genau. Der war ja zuvor noch im Kampf mit Haferkamp. Jetzt hat sich Landgraf da als Puffer zwischengesetzt. Versuchen wir die Gruppe mal ausfindig zu machen. Da haben wir Humler. Hier ist also in der Tat Landgraf. Und vor ihm Haferkamp. So, und immer noch müht sich da Sascha Lestrange ab. So langsam geht ihm auch die Zeit aus. Also er will ja noch zwei Fahrzeuge überholen. Dann muss es doch mal langsam gehen. Jetzt vielleicht! Ah, er versucht alles, aber steckt da wieder zurück. Ja, vielleicht doch das mal irgendwann dann auch eine Berührung ankommen lassen. Wenn der Gegner dann reinzieht, wenn man schon halb daneben ist, dann ist der selber schuld. Oh, wieder den Bremspunkt leicht verpasst, Martin Ulrich. Also jetzt kommt eine Möglichkeit. Die Kurve ist so designt, dass man sich hier eigentlich innen reinschmeißen kann. Aber er lässt es wieder bleiben, hofft wieder auf die Gerade, nur da scheint es ja auch nicht zu funktionieren. Schauen wir mal, er ist besser rausgekommen, aber jetzt sind sie eigentlich schon wieder vom Speed her nahezu gleich, je nachdem wer jetzt wann schaltet. Dann schauen wir mal, jetzt geht es aus dem Windschatten heraus. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber jetzt sieht man, sobald er aus dem Windschatten raus ist, verliert er wieder an Boden. Und auf der Bremse reicht es? Nein. In dem Fall war das Zurückstecken dann auch richtig. Weil da war er nicht mal ansatzweise daneben. So. Innen kann er jetzt am Ausgang kreuzen. Jetzt mit mehr Schwung. Das könnte dann gehen. Wir haben ja gesehen, in der Dunlop kann man außen herum überholen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt hat er etwas mehr Schwung. Jetzt muss er diese Gerade überstehen. Die ist aber nicht allzu lang. Und jetzt außen herum funktioniert das? Nein, wieder nicht. Oh. Also der McLaren auf der Bremse scheint ein hoffnungsloser Fall zu sein. Der geht gut durch die Kurve, ist aber auf der Bremse zu schwach. Jetzt geht Ulrich sehr, sehr weit. Jetzt ist er mal vorbei. So, jetzt ist er vorbei. Jetzt muss er aber die Gerade rüberbringen. Kriegt er vielleicht einen Windschatten von einem Überrundeten? Das wird ihm jetzt natürlich helfen. Ja, das ist Pierre Uhlenbrock vor ihm. Aber er kriegt den Windschatten nicht direkt. Und Abflug im Hintergrund. Abflug dort von einem der MHR-BMWs. Werden wir gleich mal schauen, wer das gewesen ist. Da ist auf jeden Fall ein Splitter weg. Und Lestrange kann den Platz halten. Bleibt jetzt also vor Martin Ulrich. Nächstes Ziel Felix Kranz. So, jetzt wer hat sich denn da sowas von heftig gerade abgelegt? Den sehen wir da, der ist aber überrundet. Der mag Herzig gewesen sein. Ja, Marc Herzig war es. Der da eingeschlagen ist. Der versucht jetzt ohne Splitter das Rennen zu Ende zu fahren.
weil er glaubt, dass ihm das weniger Zeit kostet, als wenn er jetzt nochmal zu einem Reparaturstopp reinkommt. 7,5 Minuten noch. Und aber auch nochmal gut und gerne 5 Runden. Er sieht nicht so aus, als würde Johannes Scheuerle Patrick Müller irgendwie gefährden können. Er kommt zwar immer wieder mal ran, aber so einen wirklichen Angriff kann er nicht starten. So, Ulrich fällt jetzt zurück. Also der kann das Tempo dieser Gruppe nicht mehr mitgehen. Lestrange könnte noch einen Angriff hier starten auf Kranz. Der 9. Julian Dauber. Hier sei es weit auseinandergezogen. Harald Ide. Dann Alexander Voss. Benny Beitz, 12. Ja, für Voss außerhalb der Top 10. So, was auch immer das da gewesen ist. Wir werden es dann im Nachhinein in den Foren von Virtual Racing e.V. sehen. Aber hier haben wir jetzt noch was. Landgraf gegen Haverkamp. Wird sehr, sehr schwer für Landgraf werden, da vorbeizukommen. Weil er mit dem BMW auf der Geraden chancenlos ist. Und Hummler auch noch immer dahinter. Lässt sich da nicht abschütteln. Aber so viel verliert er gar nicht mal im Windschatten. Das könnte jetzt durchaus eine Attacke geben. Ist daneben und ist vorbei. Ja, schönes Manöver hier von Uli Landgraf. Hätte der die Qualifikation fahren können. Der hätte heute richtig was reißen können hier. Haverkamp nochmal innen. Achtung! Aber der hält außen herum gegen, ja. Bleibt vorne. Müsste für ihn dann jetzt die 13. Position sein. Ja. Da ist natürlich Ende der Fahnenstange. Beitz ist da zu weit weg. Den kriegt er in 5 Minuten nicht mehr eingeholt. Vom letzten Platz auf die 13. Starke Leistung. Jetzt sollte er aber schauen, dass er Haverkamp hier im letzten Sektor abhängt, weil sonst kriegt er nochmal eine Chance geradeaus. Den muss er jetzt abschütteln. Jetzt muss er sauber die Scheitelpunkte treffen, die da also weiterhin angezeigt werden von diesen Pollern, die da stehen. Man sieht das hier sehr schön. Gut, da steht er schon gar nicht mehr, der ist schon umgefahren. Hier in der letzten Kurve müsste noch mal einer sein. Weil alle die den gerade in Turn 13 nicht gesehen haben. Aber na, in der Panasonic haben sie ihn auch schon umgesäbelt. Also insofern ist da der Scheitelpunkt an dieser Hilfe in vielen Kurven schon gefallen. Was es dann natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Aber gut, gute Piloten sollten das auch ohne Poller treffen. Und Landgraf hat sich verbremst. Und hier war der Poller schon umgerast worden. Aber es reicht nicht für Haverkamp, da nochmal vorbeizugehen. Und jetzt hat sich Landgraf ein bisschen absetzen können durch die 100R hindurch. Also, da sollte er den Platz eigentlich halten können. 16. Sascha Kappel, nach seinem enorm späten Boxenstopp. Kann sich aber auch von Phil Rosa absetzen. Also, er scheint in der Tat die Reifen da ganz spät gewechselt zu haben und fährt jetzt auf den frischen Pneus davon. Rose hier gerade hinter Jan Frischkorn, der aber hat eine Runde Rückstand. Also, was die beiden THRC-Piloten da in der Box gemacht haben, muss man dann auch nochmal im Nachhinein nachfragen. Markus Hart, 18. Dann Daniele Bonaventura. Ulrich Dönnecke wird gerade überrundet von Kranz. Und Kranz, ja, Kranz muss bereits jetzt hinter Lestrange liegen.
Scheint so zu sein. Ja, Sascha Lestrange hat sich durchgesetzt. Hier sein Teamkollege, Plätze 5 und 6 für die Veteranen. Also hat er es jetzt doch noch geschafft, beide niederzuringen. Also, wir waren stehen geblieben irgendwo hier. Ja, wo waren wir eigentlich? 20. Platz herum sind wir gewesen. Der ist Ulrich Dönicke. Genau, der wurde gerade überrundet. Und hier sehen wir Marco Blech, der gerade in einem Riesenkampf mit Pia Uhlenbrock steckt. Sollte eigentlich vom Speed her für Blechstrecken sprechen. Der aber leider wieder aus einer guten Ausgangsposition nichts machen kann. Beim letzten Mal war es Riesenpech gewesen. Was es dieses Mal war, schwer zu sagen. Also der ist nach dem Boxenstopp plötzlich völlig vom Radar verschwunden. Geradeaus allerdings geht da nicht so sonderlich viel. Da scheint wohl Uhlenbrock etwas weniger Flügel zu fahren. Dafür sollte er jetzt auf der Bremse eigentlich attackieren können. Uhlenbrock ist da in ganz auf einer ganz schwierigen Linie. Bremst aber so weit ab, dass ihn Blech sogar ganz weit außen kassieren kann. Und irgendwer hat gerade den Poller da wieder von der Wiese geholt. Das müsste dann wahrscheinlich der URT-Pilot da gewesen sein. Vierundzwanzigster ist Michael Geisler. Davor haben wir allerdings noch Raphael Stadelmann. Der hat direkt Anschluss da an die Gruppe. Lässt aber gerade noch Julien Dormer passieren. Dann also Michael Geisler, 24. 25. Robertina. Schade, war ziemlich weit vorne zwischenzeitlich. Nur rund um den 15. Platz herum, ist aber auch beim Boxenstopp zurückgefallen. Dirk Wilke 26, 27 Thomas Kinder, 28. Markus Studer, 29 Jochen Dietenbrock, dann Jan Frischkorn 30, Franz Hückstedt, Uwe Grunenberg 32., 33. Marc Herzig und 34. Position für Orge Ritter ist draußen. Hat also das Fahrzeug jetzt abgestellt. Wir sind in der letzten Runde. Patrick Müller fährt hier einem verdienten Sieg entgegen. In den Top 10 sind alle Plätze bezogen. Einzig da hinten hatten wir noch so ein paar Kämpfe. Jenseits des 20. Platzes. Die letzten Meter, eine Triumphfahrt ist es für Patrick Müller. Der hatte wirklich alles im Griff hier. Und selbst der superstarke Johannes Scheuerle konnte ihm hier nichts anhaben. Von der ersten bis zur letzten Runde geführt, mit Ausnahme der paar Runden, wo er da den Boxenstopp hatte und ein paar andere dann geführt haben, die etwas länger draußen blieben. Aber so gesehen quasi ein Startzielsieg für Patrick Müller, der sich hier also feiern lassen darf. Gratulation, erster Saisonsieg für Korf-Hahnbacher EZ Racing hier in der GT Challenge. Er ist durch und kann das jetzt mit einem Lichterfeuerwerk feiern. Johannes Scheuerle, Gratulation, zweiter Platz für ihn. Mit dem Porsche. Mit Abstand der beste Zuffenhausener hier. Und auch er feiert das Ganze. Oh, ist wunderschön. Mit einem 360. Und Moritz Ganz betreibt hier Schadensbegrenzung. Dritter Platz. Damit wird er die Meisterschaftsführung an Müller abgeben. Aber da wird er leben können. Vierte Position für Danny Juicer. Er hat heute einfach nicht den Speed zum Gewinnen. Hat aber das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Sicherlich nicht das Beste draus gemacht haben die Veteranen, also die sind zu lange im Verkehr stecken geblieben. Florian Waschkowski wird Fünfter, sechster Platz für Sascha Lestrange. Als Siebter kommt dann Felix Kranz über die Linie. Ich hatte da wichtige Punkte für BRM. Achte Position für Martin Ulrich. Neunter wird Julien Dorber. Zehnter Harald Ide. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Auftritt hier für das Debüt. Und sein Teamkollege, Tobias, nein, Quatsch, Alexander Voss ist das. Der hat die orangen Abgebungen, die gelben Röhren Haverkamp. Also Voss wird Elfter. Also irgendwas wieder mit Zusatzboxenstopps, das hat wieder nicht hingehauen. Hätte sonst sicherlich Dritter werden können. Dann warten wir auf René Beitz. Der
wieder als Zwölfter dann über die Linie. Nimmt da gerade noch so ein bisschen den Windschatten von seinem Teamkollegen Markus Studer mit. Und die fahren jetzt an die Box. Achso, die sind schon drüber. Also, die haben bereits die Zielflagge gesehen. 13. Position, Uli Landka vom letzten Platz. Das sei nochmal betont. Tobias Haverkamp 14. Alex Humler 15. 16. Sascha Kappel 17. Phil Rose 18. Markus Hart 19. Daniele Bonaventura 20. Ulrich Tönnecke. Das war es jetzt erst einmal vom Rennen. Wir machen jetzt einmal kurz Werbung für die VRTCC und kommen dann gleich zurück mit den Siegerinterviews. So, dann wären wir hier also schon mal mit den Plätzen 2 und 3 vertreten. Patrick Müller braucht gerade noch ein bisschen. Der ist da gerade noch in der Nachbesprechung mit seinen Teamkollegen. Aber wir haben schon mal Johannes Scheuerle und Moritz Kranz, die heute auf die Plätze 2 und 3 gefahren sind. Und da fangen wir mit dem Zweitplatzierten an. Also, Johannes Scheuerle, Gratulation, zweiter Platz. Heute ja zumindest mal durchgekommen. Harter Kampf mit Patrick Müller. Wie zufrieden bist du mit deinem Ergebnis? Insgesamt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Also ja, die Quali habe ich nicht ganz ausgenutzt. Da war eigentlich mehr drin, hätte die Pole schon sein können, aber habe da ziemlich wenig freie Runden gekriegt. Und ja, aber dennoch, Quali war ganz okay. Und im Rennen, ja, da habe ich, denke ich mal, einen Grundstein gelegt mit dem Überholmanöver da in der ersten Kurve, wo ich ja gleich auf Platz 2 gekommen bin. Sonst wäre ich da wahrscheinlich im Feld viel mehr stecken geblieben, weil echt kein Vorbeikommen an den Ferraris war, hat man dann ja im Rennen auch gesehen. Ja, war aber insgesamt echt ein super Rennen. Ich konnte dann letztlich, ja, nicht wirklich was ausrichten, bin ja zweimal kurz vorbeigekommen, aber durch den Topspeed vom Ferrari auf der Geraden war da einfach nicht viel zu machen. Ja, wir haben das gesehen, das war ja erstaunlich statisch da vorne. Keine wirklichen Überholmanöver. Also was war der Grund dafür? War es wirklich der Topspeed oder seid ihr da alle so fehlerfrei gefahren, dass es einfach nicht möglich war, irgendwie zu überholen? Ja, also ich denke, Patrick hat das da schon ganz gut kontrolliert. Ab und zu mal hat er einen kleinen Fehler gemacht, dann bin ich rangekommen, aber letztlich ist dann, denke ich, schon hauptsächlich am Topspeed gescheitert. Ja, also ich habe mich ja eben zweimal im langsamen Teil vorbeigedrückt, mehr oder weniger.
ein bisschen Lackaustausch. Ja, aber ich hätte mich sowieso nicht vorne halten können. Also das war dann schon okay so, denke ich mal. Ja, wir hatten das einmal gesehen, es war leider nicht im Stream und ein Replay hat uns R-Faktor da auch verweigert. Wir hatten einmal Lichtzeichen von dir auf der Geraden gesehen. Kannst du noch mal kurz sagen, was da los war? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Situation du meinst. Aber wahrscheinlich war es eine Lichthupe, um ihn ein bisschen nervös zu machen, ganz einfach. Ja gut, also ja, ganz funktioniert hat das nicht, aber trotzdem war es ein toller Kampf da vorne. Also nochmal Gratulation zu der Fahrt heute und dann weiterhin viel Erfolg für die nächsten Rennen. Jo, Dankeschön und auch an der Stelle nochmal Gratulation an Patrick. Super Rennen. Danke, Johannes, hast mich echt gepusht. Ja, Kann und nicht zu mehr dem was kommen sein. wir jetzt. Also Patrick Muller, der Sieger des Rennens heute. Also herzlichen Glückwunsch in Laguna Seca knapp gescheitert. Heute das Ganze ein kleines bisschen deutlicher gewonnen. Ja, Gratulation. Wie anstrengend war es für dich? Danke erstmal. Also, ich hätte es erstmal gar nicht erwartet, weil ich die Strecke gar nicht mag. Und irgendwie bin ich auf Strecken schnell, die ich nicht mag. Und na gut, also der Johannes hat gleich von Start an gepusht ohne Ende. Er hat mich öfters wehren müssen. Oftmals ist er mir ein bisschen in Kurven reingestochen, wo man mit Rücksicht, oder wenn derjenige, der Gegner keine Rücksicht nimmt, beide rausfliegen. Das war mir ein bisschen zu heftig, aber nee, that's Racing, ist ja nichts passiert. Aber es waren schon geile Fights mit ihm. Immer hin und her. Ich glaube, die erste Fights haben wir uns dreimal die Plätze getauscht im letzten Sektor. Ja gut, ansonsten dann am Ende des Stints, des ersten, habe ich gemerkt, wie extrem der Johannes abbaut. Und dann habe ich eigentlich gewusst, ja, das kann ich nach Hause fahren, weil meine Reifen halten und seine anscheinend nicht. Also ja, der brutalst abgebaut. Ja. Hätte ich nicht erwartet. Bisschen traurig bin ich wegen dem Teamergebnis, weil meine Jungs noch ein bisschen ihre Anfängerfehler ausbügeln müssen mit Schaden und so, dass man den ausstellt. Aber ansonsten ist alles super. Ja, das wäre jetzt auch nochmal die Frage gewesen. Dein Teamkollege Alexander Voss ist da noch ein zweites Mal an die Box gekommen. Weißt du, was mit dem passiert ist? Also im ersten Mal weiß ich nur, dass er beim Boxen Einfahrt ein bisschen an die Mauer ist und deswegen diese Schadensreparatur angegangen ist. Und er hat das einfach nicht nochmal nachgeguckt. Aber im zweiten Mal weiß ich es leider nicht, was da passiert ist. Gut, wir hatten beim letzten Mal in Laguna Seca ja, eine etwas enge Strecke, wo es beim Überrunden schon mal schief lief. Du hattest ja da, glaube ich, auch dein Lied von singen können. Wie war es denn heute? Also im Großen und Ganzen super. Ich habe heute mal nicht so viele Lichthupen gegeben. Das hat der Johannes immer gemacht. Nur eine Szene war dabei, wo eben drei gegeneinander gekämpft haben. Und dann kann man nicht einfach so durchfahren ohne Probleme. Dann muss man denen auch ein bisschen Zeit lassen. Das war dann schon teils haarig. Da ist der Johannes dann doch ziemlich stark vorangekommen und er war sogar neben mir deswegen zum Schluss raus. Aber ansonsten war es alles also eigentlich super. Der Johannes hat es halt ein bisschen schwerer erwischt, wie ich gesehen habe, im Rückspiegel. Aber das ist anscheinend das Leid des Hinterherfahrenden. Ja, in dem Fall warst du immer nicht der Hinterherfahrende. Also, das war heute eine tolle Fahrt. Gratulation nochmal und dann auch an dich viel Erfolg weiterhin für die nächsten Rennen. Dankeschön. Ja, das also waren jetzt schon mal die ersten und zweitplatzierten und dann kommen wir jetzt zum dritten. Moritz Kranz, also im Vorfeld hier noch mit dem Topspeed gehadert. Man kann ja sagen, das war heute das Maximum, was für dich drin war und das hast du voll ausgeschöpft, oder? Ja, ich denke schon, also auf der Geraden einfach den Ferraris total unterlegen und im kurvigen Geschlänge keine Traktion gehabt mit dem BMW und ich denke, besser wäre es nicht gegangen heute mit dem Auto. Das war, ja, so ist es halt. Ja, bist du denn zufrieden mit deiner eigenen Leistung heute? Ja, gut, also ich sag mal, ich gemerkt habe, dass nicht mehr ging, war dann irgendwo nicht mehr ganz 100%. Also ich weiß, bei dem Testrennen letzte Woche, da bin ich halt schnellere Zeiten gefahren als heute. Aber das wären dann jetzt am Ende vielleicht 5 Sekunden gewesen, oder wo ich schneller gewesen wäre, hätte auch nichts gebracht.
Und ja, mehr war halt nicht drinne. Ja, du hast ja lange hinter dem Ferrari von Danny Giusa gehangen. Warst du erstaunt, dass du nach dem Boxenstopp plötzlich direkt an der Spitzengruppe dran warst? Nee, das war ja der Sinn des Ganzen. Deswegen bin ich halt so früh reingefahren, um einfach wieder den Vorteil des frischen Reifens zu haben. Normalerweise, sag ich mal, wechselt man so gegen Halbzeit des Rennens, und das war ja doch schon 5 bis 6 Minuten vorher. Und das war einfach, ja, Sinn des Ganzen war halt einfach jetzt dann mit den frischen Reifen erstmal nach vorne, weiter nach vorne zu kommen und dann gegen Ende des Rennens mit allem, was man hat, sich dann zu wehren gegen die Leute, die dann mit den frischen Reifen hinten wieder rankommen. Ja, jetzt also, ja, ist die Strecke mit der langen Gerade erstmal vorbei. Jetzt steht Watkins Glen an. Das ist ja nun auch eine relativ schnelle Strecke. Was rechnest du dir aus? Mit Ohio sollte dir ja dann wieder mehr entgegenkommen. Also, was erwartest du jetzt von den nächsten Läufen? Ja, ich denke, das wird sich so in etwa so wie es heute war einpendeln. Mal vielleicht ein bisschen nach vorne und hinten verschieben, aber im Großen und Ganzen wird sich das wohl so ja, wie gesagt, einpendeln. Watkins Glen ist halt relativ viel schnelle Kurven dabei, wo man halt dann, ja, ich sag mal, keinen direkten Topspeed-Vorteil hat. Und ja, mit Ohio sind uns die Ferraris beim Testrennen so um die Ohren gefahren, dass mir schwindelig wurde. Ja, muss man mal gucken. Gut, bis dahin ist ja auch dann auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt steht erstmal Watkins Glen an und dann viel Erfolg dafür. Dankeschön. So, damit sind wir also am Ende unserer heutigen Übertragung. Das war die GT Challenge von Virtual Racing e.V. hier vom Fuji Speedway. Jetzt also, wie schon angesprochen, The Glen steht auf dem Programm. Das Ganze dann in 2 Wochen. Am 20.03. haben wir dann das dritte Rennen der laufenden Saison der GT Challenge. Bis dahin wird es dann hier noch eine Auswertung geben. Die kann man dann im Forum hier von Virtual Racing e.V. nachlesen. Ansonsten ist es das für heute gewesen. Heiko Stritzke sagt danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.